meinem Bro. Ich habe ja mal. Junge, stell dir vor, eine Runde Minecraft Battle Wars mit Mark Forster, Junge. Und das Komische ist, dass halt das irgendwie noch passen würde. Ja, irgendwie schon, ja. True. Das wäre gar nicht so weird. Glaubst du, dass du, welcher prominente Mensch wird mal bei dir im Stream sein? Mit dem du, naja gut, also du hast ja mit vielen Vereinen auf dem Uhrheim geht. Ich sag, was das Krasseste ist, was ich so mir vorstellen könnte. Eine Pflaume? Nee. Also, ja, könnte passieren, aber halte ich jetzt für unwahrscheinlich. Ich würde jetzt sagen, so jemand wie, so diese deutschen Hip-Hopper-Dudes aus Berlin, die... Ich glaube, das wäre das krasseste, möglichste, was ich für einigermaßen realistisch halte. Und vielleicht Sido. Das ist aber halt ultra unwahrscheinlich, okay, aber das halte ich am wahrscheinlichsten, sag ich mal. Was würdest du dir, also... Ich meine, Sido hat ja einfach auch schon mittlerweile Bezug zu Twitch, aber... Was ich weiß, wer es sein könnte. Warte mal. Kevin. Kevin. Georg von Tokyo Hotel. Einen kleinen Schwanz. Babe Giggles. War das der Drummer? Mhm. Okay, warum er? Weil der meine Streams guckt. Und wir auf WhatsApp manchmal schreiben, ja. Der ist cool. Okay, sorry, ne? Also... Mal das hier. Nein, der Wiebe. Georg ist mein Nachbar. wir trinken gerne, also wir sind im Rotweinclub. Junge, es ist so ein Flex, sorry, Mann. Ey, warte mal, alle schreiben irgendeine Scheiße bei mir gerade. Was? Alter, mein Glück ist mir. Hat es irgendwas mit mir zu tun, Chad, oder ist es einfach. Ach so, das kenne ich schon. Hab ich mitbekommen. Oh gut, Jungs. Nee, mal gucken. Okay, Buddy. Wie join ich nochmal mit der Pickaxe und dann in das Grüne oben, ne? Warte ganz kurz, ich bringe meinen Teller weg, weil mein Teller muss weggebracht werden, weil wenn man gegessen hat und der Teller noch übrig ist, dann lässt man ihn stehen, genau. Dann lässt man ihn direkt ab in den Geschirrspüler wandern. Haha, damit man nachher keinen unnötigen Dreck hat, um es aufzuräumen. Ja, sehe ich genauso. Yeah. Drake hat eben geklingelt und braucht Milch. Ich bin mal kurz weg. Yo! Boah, Entschuldigung, tut mir leid. Ich muss in die 1.16.3, okay. Scheiße. Boah, das sieht mir nach einem richtig geilen Submode aus. Yo! Musste heute vor muslimischen Mädchen weglaufen. Nur weil ich WF-Check machen wollte. Peporage. Nein, Weird Champ. Danke. Scheiße, ich vergesse immer, wie man eine andere Version von Minecraft runterlädt. Ah, hier. 16.3 meint er, ne? So, spielen. Jetzt müssen wir das einmal runterladen. Und dann so. Optifine 1.16.3. Ja, genau. Ja, ich habe anscheinend die falsche Version die letzten Tage mal gespielt. Ich Bad Boy. Oh, Mann. Ich bin so ein Bad Boy einfach. Ja, das sieht so aus. Wenn schwer keine Donations vorliest. Man kann ja noch mal ganz kurz zusammenfassend auch sagen, für die Leute, die jetzt gerade gar keine Ahnung haben, was wir jetzt hier gerade machen wollen und was der, also ich weiß nicht, hast du schon was gesagt, was für ein Escape Room wir spielen und so? Ach Gott, ich bin so ekelhaft. Sorry, was hast du gesagt? Du willst mit mir gleich eine Rätselmap spielen, bei der wir zusammen funktionieren wollen und es geht noch nicht mal, dass du kannst mir nicht mal einen Satz zuhören, Kevin, WTF? Nein, pass auf, pass auf, du hast gesagt, dass manche Leute vielleicht noch nicht wissen, was wir jetzt hier machen. Freunde, Basti und ich haben von Miraculix und, wer war der zweite? Es waren zwei, oder? Tubinho. Mhm. No joke, dickes Pogchamp in Chat für die. Ja. Die haben uns eine sehr, sehr geile. Guck dir mal den Trümmax. Einen sehr, sehr geilen Escape Room gemacht in Minecraft. Der übel geil ist mit Custom Texture Pack, Voices, also so Sounds. Ultra geilen Rätsel bis jetzt. No joke, das ist 10-mal besser als alles, was wir bei Steam gespielt haben, zusammen. Real Talk. Das ist übel geil. Und falls ihr Escape Room nicht kennt, so, das ist so. Man muss quasi so ein. Also wir sind quasi in so einem Haus stuck und versuchen uns rauszurätseln da aus dem Raum. Genau. Es ist einfach eine große Rätselmap und ich finde irgendwie Rätselmap klingt erstmal so ein bisschen abtönend, aber es ist halt wirklich einfach echt schön mit viel Liebe gemacht und es ist halt vor allem nur für uns beide gemacht. Ja, also es sind halt auch das ist nice, genau. Man merkt halt einfach, dass das Custom ist, weil es echt kleine süße Details auch so drin hat und so. Und, ja, genau. Ist sehr, sehr schön gemacht. Es macht sehr viel Spaß und ich glaube, wenn man allein jetzt ein bisschen nur zuschaut,
Dann weiß man schon, in was für Richtung. Also, was es hier genau ist. Ich weiß nicht, wir müssen jetzt erstmal ganz kurz nochmal sagen, an was für einer Stelle wir jetzt gerade stuck waren. Aber ich kann es eigentlich auch gar nicht mehr so genau sagen. Also, wir waren jetzt gerade. Ja. Hier in unserem Hotel. Und haben gerade als letztes. Weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube, wir müssen, also ich habe jetzt den Call bekommen, dass wir jetzt ins Untergeschoss 3 gehen sollen, wo diese Köpfe da waren. Das ist jetzt wohl gefixt. Okay, okay, geil. Dann machen wir das. Genau. Du weißt ja wahrscheinlich, wo es lang geht, ne? Und Gott, ja, kann. Klar. Okay, let's go. Ich bin auch gerade fertig geworden mit Essen. Hat man. Alright, let's go. Wohin? Ja. Hier ist nämlich der Aufzug. Ventromax mal wieder seine Tabletten nicht genommen. Oh nein! Hat, oh, geht, ich dachte, er geht nicht, Digga. Oh, ich hatte Angst. Alright, wir gehen mal runter in die U3. Mhm. Denn dort ist etwas. Wir gehen runter in die U21. Was wir noch nicht herausgefunden haben. Dort ist der Skelettkopf. Mhm. Oha! 3-1, oh, man kann das noch stellen, Basti. Okay, Alter, voll gut. Okay, richtig. Und es sind Farben, es sind Farben. Es ist weiß. Also, ich vermute, dass wir irgendwie sowieso zählen müssen, wie viel weiße, wie viel türkise oder blau, ja. Wie viel orange und wie viel Holz oder so. Holzblumen. Holz ist auch eine Farbe, by the way. Ja, okay. Meinst du, das hat was mit dem hier zu tun oder ist das hier einfach nur random? Ich denke, das ist hier einfach nur Deko. Okay. Ey, lass uns mal, ich lade dich mal, by the way, in den Squad-Stream an. Oh ja, Squad-Stream macht hier Sinn. Papa Platte. LP ist noch. Junge, es gibt so viele Papa Platte Accounts auf Twitch. Ja, ne? Früher haben immer so Leute reingefallen, die sind so Papa Platte, du Hurensohn oder so. Nee, ich, Papa Platte mit Unterstrich, ich würde sagen von 1 bis 10 Unterstrichen, habe ich gerade alles gesehen. Holy shit, Alter. Was, GZ? Ich hab's geschafft, Digga. Warte, ich mach nochmal eine kleine süße Playlist an. Ja, ich habe auch eine an. Ich fahr schon mal kurz hoch, Basti. Oder willst du gleich mitkommen? Ja, ja, ich komm gleich mit. Achso, kurzer Reminder, ihr habt beim letzten Mal mit der Düsterlampe einige Räume erkundet. Die solltest du eigentlich im Inf haben. Zum Düsterlampe. Ja, die habe ich im Inf, die habe ich genau. Musst. Okay, vielleicht. Die Ultralampe! Weil das war ja auch irgendwie die, kannst du ja mal ganz kurz demonstrieren, was die so drauf hat. Weil mit der können genau. Wir eben. Wände wegmachen zum Beispiel. Zum Beispiel hier. Nee, wait, nicht hier. Zum Beispiel. Ja, okay. Hier? Hier. Können wir die Wand wegmachen damit. Und wir haben halt mit der noch nichts gemacht, deswegen glaube ich mal, wird die uns jetzt halt. Also, ich glaube, dass wir. Aber wir hatten auch noch das hier, Basti, wir hatten auch noch das hier, wo wir nicht genau wussten, wo diese drei Pfeile darunter sind. Ja, das ist. Was meinte er, wir sollen damit uns nochmal umgucken? Das ist der Tipp? Also, er hat nur gesagt, als kurzer Reminder, als letztes haben wir halt sozusagen mit dieser Düsterlampe gearbeitet. Ja, damit ja, wir ja. Jetzt auch noch, also, ich denke mal, wir haben ja noch kein Rätsel mit der Düsterlampe. Ja, wir müssen unten jetzt safe als dieses den Code machen, die. Ja, auf jeden Fall. Oh, Entschuldigung. Also, alles gut, ich bin. Er ist voll stuck gewesen in der Wand. Lass doch mal zu dem anderen gehen, Digi. Zu der anderen Wand, die wir aufmachen konnten. Genau, auf der anderen Seite. Hier lang. Okay. Junge, es gibt halt auch nur zwei Optionen, wo du langlaufen kannst und du läufst falsch. Was, du bist ganz schön gemein. Nein, ich will. Du willst, dass ich weine. Nein. Ey, aber guck mal ganz kurz, Kevin. Diese beiden Farben. Ne? Nee, das soll extra so dunkel sein. Sorry, was? Diese beiden Farben sind ja auch zum Beispiel Farben, die wir unten bei den Zahlencodes haben. Ja. Orange und das Türkise. Was haben wir jetzt? Orange, Türkis, was war noch? Weiß und Holz, ne? Ja, das halte ich für zu random. Haben wir in dem Raum hier schon irgendwas gemacht, Basti? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass man hier irgendwie durch kann, aber not sure. Wir hatten halt auch noch kaum. Oh, ich bin gemütet, sorry. Wir hatten halt auch noch kaum dieses Ding. Dass man, also es wurde ja am Anfang in dem Tutorial gesagt, dass man auch durch Bilder und so kann, ne? Das hatten wir erst einmal. Vor allen Dingen hatten wir es auch noch nie, dass man nach unten durchfallen kann. Aber ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass man random irgendwo reinspringen muss. Aber ich wollte es nur nochmal gesagt haben. Ja, das ist true, aber ich denke mal, es geht jetzt echt einfach um den Zahlencode. Wir hatten auch diesen Wasserautomaten hier. Keine Ahnung, ob das hier irgendwas war. Würde ich Deko abfüllen, noch immer noch. Also würde ich auch als Deko sagen, ja. Okay, warte mal. Also was, wir müssten 4 Zahlen finden. Soll ich nochmal in das Buch schauen? Du hast noch ein Buch. Schau mal, du hast noch ein Buch. Ich hab das Buch nicht. Ja, dann haben wir kein Buch mehr, top. Das Buch ist, haben wir, nein, das Buch haben wir doch fertig gehabt. Das war doch mit den Elementen. Ja, okay, true, true. Also ich meine, was könnten 4 Zahlen ergeben? Anzahlen, einfach. Guck mal, das Ding ist, ich dachte halt als erstes, mein erster Gedanke war halt, okay, es werden die Pflanzen sein.
Aber erstmal gibt es keine Pflanze, die halt eine Farbe hat von Holz. Und zweitens kann man die ganzen Pflanzen rausnehmen. Ich denke, das haben die bedacht. Das heißt, das kann es nicht sein. Weißt du, weil die könnten wir auch verlieren oder so. Aber was soll es sonst sein? Wollen wir noch mal runtergehen in die anderen Etagen hier? Im Fahrstuhl? Ja, ich glaube, da haben wir nur den Keller. Der ist fertig, würde ich sagen. Ja, was hatten wir da? Ich weiß nicht mehr. Naja, da, wo wir aus dem Abfluss kamen, wo wir dann, wo der Fahrstuhl erst verbuggt war noch. Ich fahr noch mal kurz runter, Digi. Ja, mach das mal. Nee, das ist keine 6, das ist ein G. Garten. Ja, wir waren halt hier hinten, aber ich weiß nicht genau. Ah, hier kann man noch gar nicht mehr durch, okay. Also, in U2, wo wir dann so eingestürzt sind und in dieses Labyrinth gekommen sind und so, kann man auch gar nicht mehr hin. Und dann gibt's ja nur noch U3. Ja, Kevin, es muss mit, Pflanzen oder mit oben? Den Räumen zu tun haben. Und ich finde halt immer noch, die Laternen haben halt. Also. 6, 6, 2, 4. Wir hatten oben noch diese Räume draußen. Das war, wenn wir die Treppe hochgegangen sind. Da konnten wir so nach draußen jumpen. Lass mal da nochmal zusammen hingehen. Kannst du dich daran erinnern, wo so Lock oder so stand? Ja, genau. Genau, dafür brauchen wir auch die Wunderlampe. Genau, Buddy. Ich würde mal zu dir kommen. Wo bist du? Ich bin oben. Ich bin da schon, wenn du es alleine hier findest. Ja, ich krieg das hin. Dieses Mimo ist so stark. Okay, war das hier, Digi? Ja, ne? Ja, hier. Achso. So, wir können ja einmal hier auf die Seite gehen, da kannst du mit der Wunderlampe auch nochmal den Raum hier aufmachen. Lass mal hier reingehen. Hallo, Chat. Okay, was haben wir? Okay, Kevin, haben wir hier irgendwas, was wir sehen? Türkise Pflanze. Sorry, Bro, tut mir leid, Buddy. Nick, es tut mir leid, Bro. Danke für die Donut, Dude. Still, danke, Bro. Real Talk. Zum Abschluss noch den Link, musst du dich auschecken. Mir ist nur langweilig. Nicht so Bock, Buddy, ich will mich konzentrieren. Was los, Buddy? Was ist hier? Anzahl der türkisen Pflanzen mit den Partikeln. Das ist halt genau die Farbe auch. Vielleicht. Meinst du diese hier oder was? Ja. Also ja. Ich meine, es sticht halt raus als Stückzahl. Und guck mal hier oben, orangene Lampen. Fühle ich jetzt nicht so. Lass mal rübergehen. Ich gucke mal hier oben, vorsichtshalber. Ja. Oh! Achso, ich habe unten aufgemacht. Ich dachte, hier ist irgendwas. Junge, alter G-Baited, ey. Ansonsten ist ja hier nichts weiter. Also in den Kisten. Sorry, Chad, ich will mich ein bisschen konzentrieren, dass wir vorankommen, okay? Weil uns wurde gesagt, dass wenn wir das hier schaffen, dann kommt der richtige Pokémon-Part, Alter. Und da bin ich hyped drauf. Ich verstehe halt nicht, was die Holzfarbe unten sein soll, weißt du? Ja, das ist halt echt komisch. Guck mal, hier ist halt Holz. Hier ist halt viel Holz. Hier sind halt Holzknöpfe. Schau mal. Kannst du mal aufmachen nochmal? Ja, sorry. Hier an den Holzdingern sind halt Holzknöpfe. Aber es könnte auch ein bisschen random sein. Und hier oben sind noch türkise Lampen. Orange Lampen war eine, türkise Lampen sind 4. Meine, sind es vielleicht zu viele Knöpfe? Hier sind 3, hier ist 4, 5, 6, 7, 8. Vielleicht geht es nur um die ja richtiges Holz sind. Weil das hier sind ja so, wie nennt man das, Akazien oder so? Es sind nur 8. Warte mal ganz kurz, guck mal, warum war das beim letzten Mal hier, dass hier F3 stand? Oh mein Gott, dass man sich draufstellen muss und die X-Achse oder so ist der Code? 3208? Oder 3209? 3209 war doch der Code, der unten schon da stand, oder? Wait, kann sein, I don't know, soll ich es mal eingeben? War das nicht 320? Warte, mach nochmal auf, please. Ah, sorry. Junge, das wäre sick, holy shit. Mann, das 3209 schon da. Oder geh du mal runter, ich bleib noch hier, vielleicht kann ich. Bro, ich drop dir die Düsterlampe hier. Achso, ja, oder so. Ah, nee, ich brauch die. Ah, nee, ich brauch die nicht. Der Code wurde vom letzten Mal von uns eingegeben. Oh. Nee, das ist, glaube ich, verbuggt, Digi. Das, vielleicht hat es random den richtigen Code für uns angezeigt, weil wir kleine Cheater sind. Smile W. Ja, und den einen Guy, der die ganze Zeit Twitter ausschautet. Wie wär's, wenn du es nicht tust? Danke, Bro. Was ist bei dir? Okay, also, guck mal, hier auf der Rückseite der Dschungel-Loks, ne? Ja. Steht ein Schild mit 5 Stück und es sind 5 Loks.
Und okay, warte mal. 3209 hatten wir, ne? Ja. Ich muss man jetzt noch irgendwas machen? Also ich habe den Code jetzt eingegeben, 3209, da passiert nichts. Wenn es der richtige wäre, dann würde ja was passieren. Glaube ich auch, ja. Ey, aber wie gesagt, viel Spam, man. Hier gerade, aber jetzt, was ich meinte, an den Holzteilen steht hier mit dem Schild 5 Stück. Und das wäre ja ziemlich wahrscheinlich, vielleicht sogar, das Zahl das für Holz. Das Holzding. Ja, fühle ich. Also 5 für Holz notieren wir uns. Würde ich Chat sagen. Einmal notieren, bitte. Ich würde nochmal zu dir kommen, Buddy. Kannst du mir gleich nochmal die Tür aufmachen? Mach ich dann, aber wie ist es gemeint mit F3? So. Naja, weiß ich nicht. Mach nochmal hier auf. Ich bin hier an dem Ding. Vielleicht steht es so random da? Ja, aber wahrscheinlich in einem Escape-Room. Was kann man denn in der F3 alles sehen? Also, du kannst halt ganz genau auf der rechten Seite kannst du auch, wenn du darauf aimst, den Targeted Block sehen. Das ist ein Jungle Wall Sign. Chat, ich liebe Facing West. Reagiert irgendjemand auf du kannst meine die genauen Koordinaten von dem Block Schülpein angucken. Aber F3 ist halt zu. Vielleicht ist es 3210, weil der Holzblock da genau ist. Dass es 3210 ist und das ist das Richtige. Ja, aber ich glaube nicht, dass wir einen eindeutigen vierstelligen Zahlencode so finden. Vielleicht ist es auch einfach nur ein harte G-Bay. Vielleicht, ne? Vielleicht ist es GeForce RTX 2080 Ti, was wir eingeben müssen. Oh. Aber guck mal hier ganz kurz das 5 Stück an. Wo? Oh. Hier? Guck mal, das steht hier hinten da. Ja, also Holz 5 wirkt für mich sehr richtig. Dann müssten wir jetzt halt überlegen, Türkis, Orange und Weiß. Ja, Orange Lampen, Türkis Lampen und Weiß Spinnnetze. Aber aus welchem Raum? Aus beiden zusammen. Ja, Türkis hast du hier. Alles ist in diesen beiden Räumen. Okay, pass auf, wir zählen die Spinnnetze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ne, sind zu viele. Ich geh mal kurz drüber, wie viele türkise Lampen wir drüben haben. Du hast da 4. Ey, mach mal kurz auf. Fati, hey. Fati. Danke. Okay, also wir hatten 4 türkise Lampen und ich glaube ein orangene hier. Ah ne, okay, wir hatten 4 orangene auch. Ja, hier sind genauso viele Lampen wie drüben. Ich glaube nicht, dass es das ist. Kann aber trotzdem sein. Ja, das ist unwahrscheinlich, Digi. Aber was ist dann halt das Weiße? Bro, warum ist das so schwer, Alter? An Oak war auch noch ein Schild. Bin ich hoch? Hab ich das nicht gesehen? Ja, lass nochmal rübergehen, würde ich auch sagen. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dieses F3-Ding ist es. Geht's noch eben so? Auf deiner Seite frage ich mich, warum sind die Farben bei den Dingern unten? Das ist doch auch nicht random. Nee, denke nicht. Hätten die das so gemacht, dass man nur einen Code quasi irgendwo finden muss, so wie bei dem F3-Ding, dann hätten sie einfach alle gleichfarbig gemacht. Ja. Ah, hier steht Planes. Hier steht Planes bei den normalen Logs. Pass auf! Vielleicht müssen wir F3 gehen und dann ins Plains-Biom. Ja. Guck mal, die Biome switchen. Hier ist Savanne. Wo sieht man die Biome, Bro? Linke Seite. Ah, Savanne. Savanne. Hier, ne? Ja, da. Ah, das ist meine Kamera hier, drüber. Warte. Hier ist ein Swarm. Swamp. Savanne. Was brauchen wir noch? Plains. Vielleicht müssen wir rübergehen jetzt mit der Information. Ja, aber ich will. Boah, Digga, das ist super huge. Jede Koordinate mal ablaufen und erstmal. Ja, machen wir. Hier ist nichts. Der Chat würde dich eh anbrüllen, wenn du Planes hast. Ja, nee, wir müssen rüber. Das macht so Sinn, Digga. Was war hier noch? Warte, welche Informationen haben wir noch an Schilden gehabt? 5 Stück, F3 und 1, 2, Planes. 3, 4, 5, es könnte auch ein harter G-Bate einfach sein. Es könnte auch einfach ein harter G-Bait sein mit dem 5 Stück. Swamp. Es wird nur genau ein Block sein. Ja, muss ja. Können Höhen verschiedene Biome sein? Weißt du, was ich meine? Also es kann es sein, dass wir die Höhe auch verändern müssen? Kann auch sein. Swamp. Hier ist überall nur Swamp.
Was ist, wenn es gar nicht hier drin ist, sondern irgendwo draußen? Ja, aber als ob wir jetzt halt überall potenziell suchen müssen. Scheiße, ich komme nicht drauf. Ich habe auch das Gefühl, es müsste so ein einzelner Block sein. Geh nochmal rüber. Ja, ich komm mit. Ich schau nochmal schnell hier. Hm? Ey, Chat, ihr schaut mit, yo. Scheiße, warte mal, dann guck ich nochmal hier oben. Vielleicht ist da was. Meinst du, das könnte auch G-Bait sein mit den Farben? Dass sie uns einfach mies reinlegen wollten? Weiß es nicht, könnte sein. Hier bei den Akazienholz ist noch ein Schild, da steht Woodlock. Okay, Woodlock. Das heißt, ich komm zu dir. Kannst du nochmal aufmachen, Buddy? Ich bin vor der Tür. Also ein Woodlock ist was anderes als ein Oaklock oder so. Stirn, ein Woodlock ist halt, wenn alle sechs Seiten gleich sind. Ah, das okay, halt, okay, das ist immer ein Woodlock. Warte mal, Planes, Woodlock. Halt, also genau, suchen wir einen Woodlock und davon die Koordinaten mit F3, das muss ein Planes-Biom sein. Ja, denke ich. Würde ich jetzt irgendwie so sagen. Also den Block könnte man ja auch vielleicht woanders suchen, aber das ist der einzige, wo diese verschiedenen Holzarten sind, ne? Ja, Dicker, dann haben wir doch jetzt alles zusammen. Die Wörter stehen noch nicht random da, Dicker. Warum steht auch 5 Stück? Ja, weil es davon 5 Stück vielleicht irgendwo gibt. Ja, habe ich auch überlegt. Okay. Dann lass mal hier reingehen, Digi. Also rumlaufen, meine ich. 5 Woodlocks im Plains-Biom auf der dritten Etage. Warum dritte Etage? Naja, vielleicht hat er die einfach da gesehen. Lass mal, mach mal die Tür auf, lass mal rumlaufen. Hm? Wir walken einfach mal ein bisschen rum. Drüben war kein Woodblock, ne? Da, also Woodlock meine ich. Gehen wir mal hier hin. Wir gehen mal wieder rein, würde ich sagen. Ja. Kannst du hier eigentlich aufmachen? Nee, ne? Mit der Taschenlampe? Also F3 wird ja wohl nicht Floor 3 heißen. F3, denke ich mal, wird schon. Nee. Es war immer F3. U3, wenn dann. Ja. Ja, U3 ist ja Untergeschoss, aber. Ja, oder U3 halt. Moin Meister. Darf man auf deinen Konten trajekten? Bleib so wie du bist und danke für deinen geilen. Ja, Konten. I guess. Schwarzes Herz. Kommt drauf an, halt. Schwarzes Herz. Schwarzes Herz. An sich schon, denke ich. Also jetzt kann ich mir auch vorstellen, dass wir halt in irgendwas Altem wieder rein müssen. Du sagst es, Kumpel, Digga. Aktiv. Ich geh nochmal runter, Digi. Ja, ich fühle das auf jeden Fall. Also, ich fühle so, als wären wir gerade richtig. Lass mal hier in diese zwei Räume gehen. Die hatten wir noch nicht geused, wo man die Türen wegmachen konnte. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass wir es jetzt haben, Bro. Achso, warte mal, da lässt du F3 offen die ganze Zeit? Ja. Ja, hier ist es nicht, Digi. Lass mal weiter. Lass mal auf die andere Seite. Es könnte eben aber auch ein Block sein, auf den du nicht laufen kannst, ne? Du kannst ja trotzdem die Koordinaten von dem herausfinden. Ja. Auf 3 Euro reagierst du, aber auf 43 Euro nicht per Pre-Hands. Oh mein Gott, Digga, ich bin so bad. Es tut mir leid, Bro. Es tut mir leid, Buddy. Ich bin super abgelenkt. Ich versuche mich so zu konzentrieren mit Bassi. Dickes Papa, Entschuldigung für XC, schön, Jungs. Viel Liebe, Entschuldigung für den Mann. Danke, Bro. Sorry, ich bin ein Bad Streamer. Mach nochmal die Tür auf, bitte. Danke. Fließt irgendwo Wasser. Digga, Woodlock. Das ist halt ein Oaklock. Weil ansonsten sowas wäre es halt jetzt gewesen. Bist du sicher, dass ein Woodlock ein Lock ist, der auf allen Seiten abgedingst ist? Ja. Sehr sicher eigentlich. Also du siehst, guck mal ganz kurz, Kevin. Du siehst ja, wenn du jetzt hier drauf aimst, siehst du in der rechten Seite Minecraft Oaklock. Ja. Also das ist halt jetzt, also das ist halt, wenn oben, also wenn es an zwei Seiten eben noch dieser Baumstamm, also die, ne? Die Rinde, also nicht die Rinde. Achso, und wenn es ein Woodlock ist, es gibt einen Unterschied zwischen Oaklock und Woodlock, oder? Genau, ein Woodlock ist aus zwei, also das hier im 2x2 zusammengecraftet, ergibt eben einen Woodlock. Okay, das ist smart. Gut, dass wir einen Minecraft-Guy dabei haben. Jo. Okay. Ja, ich denke, wir müssen einfach mal die ganze Map ablaufen. Das ist das Einzige, was wir jetzt gerade machen können, Digga. Ja, I guess. Also, wir suchen halt einen Woodlock. Ein Plains-Biom quasi.
Ich denke mal, das ist einfach nur da für, das ist einfach nur mal, wenn man den halt finden, wenn wir dabei dann noch im Plains-Biom sind, dann ist es das auf jeden Fall. Vielleicht Leute, irgendwo im Keller oder so? Leute, was meint ihr mit dem Schnee? Welcher Schnee? What do you guys mean with the snow? What snow? Ich weiß, was die Leute meinen. I know what the people meaning. Guck mal ganz kurz her. Come to me Raum. Quick. Hier. Hier. Dass der hier nämlich so Partikel hat. Warum hat er das? Junge, oha! Aha. Vielleicht geht es da auf, wenn wir den Code eingeben. Auch viel Strom, Mann. Könnte das sein? Irgendwie sowas? Vielleicht. Ja, und Niki, Couscous. Wie viel mein Männer? Ich küsse eure Boys. Kein Woodlock, das wäre ein Oaklock. Jetzt verwirrt ihr mich auch mittlerweile. Danke für die Donuts, Jungs. Woodlock in Minecraft. Kussi. LOL an den Non-Subs im Chat, wusstet ihr, dass ein Sub mit Prime gratis ist? Oh, Digga, das ist tough gerade. Also ja, ja. Rein, um den ey, wir können, glaube ich, aus dem Sub und rausgehen, by the way. Danke, Jungs. Ich glaube, die Plebs sind fein. Das ist doch richtig, was ich eigentlich sage, oder? Das ist jetzt alles falsch? Was denn? Oh, sneaken! Wow! Wer ist ausgemacht, Basti? Einfach auf dem Schnee sneaken. Junge, what the fuck? 11 Meter to go. Junge, holy shit. Good job, bro. 7 Meter to go. Hier ist die Spitzhacke. Wie das war's? Hier ist sonst nichts? Oaklock. Oh nein, ich dachte, wir wurden gebaitet. Ist hier sonst noch irgendwas, was wir übersehen haben könnten? Junge, das mit dem Schneeblock war ja crazy. Weil das wird ja noch eine Bedeutung für uns haben. Ja, habe ich auch das Gefühl, das ist nicht random. 15 Meter to go. 11 Meter to go, 7 Meter to go. Die 7 Meter to go, die 7 ist markiert. Und die ist weiß. Oder? Soll das weiß darstellen? Nee, das ist mehr so ein Gelb, oder? Ich habe überlegt, ob die Farbe hier weiß ist. Aber es sieht mehr nach Gelb aus. Aber die ist so unterstrichen. Auch alle anderen sind nicht unterstrichen. Da ist die Zahl unterstrichen. Als wäre 7 die Zahl, die wir suchen. Und es war unter dem Schnee. Warte mal, jemand meint einen Knopf noch vielleicht? Auf der anderen Seite ist ein Knopf. Wo? Bei dem anderen Schild. Ah, so Deko. Ja, dann ist 7. Hier ist noch einer. Dass Holz 5 ist, weiß ist 7. Und dann Orange und Türkis sind 4, weil es 4 Orangen und 4 türkise Lampen gibt. Dann hätten wir alle Zahlen. Halt, let's try, oder? Okay, let's go. Alter, wenn das knappt, dann Pogchamp. Es ist wohl. Im Wasser ist ein Knopf. Oh, was? Dann komme ich auch nochmal runter? Das ist doch Quatsch. Wo ist denn hier ein Knopf? Das ist doch Quatsch. Sag mal. Nee. Die mal den Knopf drücken. Yo, eins, never. 2, 3, 4. Es gibt auch 2 Knöpfe, ne? 5. Ja, neben dem 6, 7. Es gibt sogar mehr als 3 Knöpfe. Der direkt neben dem Dings. Nee, Bullshit. Ich glaube eher, dass das ist, was ich meine, dass das weiß sein soll. Weil es halt unter dem Schnee war. Lass mal probieren. Weiß 7. Holz 5. 4. Ja. Boah, wenn das klappt, dann sind wir die smartesten Menschen on Planet Earth. Komm rein. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es klappt. Man muss es probieren. Okay, ich stelle Holz ein. Ich glaube, dass es Türkis auch 4 ist, wegen den 4 türkisen Blumen. Weil die hatten genauso viele Partikel, wie eben beim Weiß der Schnee. Nein, das ist nicht richtig. Kevin. Was ist los? Ich glaube, dass es auf jeden Fall 4 sind, weil es sind auch 4 Blumen. Ja, guck mal, die Partikel
Die Partikel beim Schnee haben uns jetzt gesagt, was jetzt die Zahl für weiß ist. Ja. Und die Partikel, genau dieselben, hatten wir oben in dem einen Raum bei den Blumen, bei den vier türkisen Blumen. Ja, aber die waren nicht türkis, Buddy. Die waren irgendwie, weiß ich nicht. Doch, die waren genau diese Farbe. Das ist, Mann, das ist hier, das ist halt, das ist genau die Farbe. Das sind die Netherblumen, die neuen. Das sind die. Die sehen so aus. Drück mal bitte F3. Ja, Jungs, das Ding ist, wir brauchen halt das F3-Ding für das Rätsel gerade vielleicht. Es stand da, dass wir bei F3 irgendwas machen müssen. Deswegen habe ich das offen. Vielleicht, dass wir da, wo noch 7 Meter to go stand, dass wir da noch 7 Blöcke laufen müssen, aber nicht unten im Tunnel, sondern oben. Aber halte ich für unrealistisch. Warum schreibt ihr 7544 jetzt? Chat, warum 7 Holz? Es waren 5 Holz. Beim Schädel ist ein Schild, ja, das ist einfach nur der Fahrstuhl. Ja, Dicker, ich glaube, wir müssen hier wieder raus. Lass doch mal nach oben gehen. Aber wir sind nah dran, wir sind nah dran, wir sind nah dran. 744 und das jetzt einfach testen. Nee, Digga, ich glaube, dass wir 7 und, also dass wir die letzten Zahlen richtig haben. Mhm. Also ich glaube, dass Holz 5 und Weiß 7 richtig ist und wir die inneren noch nicht haben. Warum schreibt ihr alle 3473 jetzt, Chat? Warum denkt ihr, dass das Richtige ist? Mit welcher Begründung? Ja, mich würde auch mal die Begründung eher interessieren. Welches Red Bull findest du am besten? Wassermelone. Einfach so, hä? Ich mach mal ganz kurz Fenster auf, Digi. Ja. Gib mal eine Sekunde auf Klo, Kevin. Okay. Die eine Sekunde ist vorbei, Basti ist wieder weg. Oh mein Gott, er hat mich angelogen, Bierchen. Google ist die Begründung. Bro, das wurde von Zuschauern gemacht. Da gibt es keine Google-Anleitung. Das kann man nirgends runterladen. Boah, shit, das ist so schwer, Alter. Okay. Beweg dich, du Schwein. Ah, Digga, fuck, Mann. Willst du den Escape Room zum Download geben? Ich glaube schon, ja. Und Chevy, wie hart triggert es euch, dass ich mit den fettigen Fingern auf der Tastatur spiele? Macht's euch mad? Ja, sehr. Guck mal, ich mach die Tastatur sauber kurz, warte. So. Ah, Basti hat die Taschenlampe mitgenommen, sonst könnte ich jetzt schon gucken währenddessen. Orange wie das Akazienholz. Mm. Also, um ehrlich zu sein, habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass bei Türkis und Orange die Lampen gemeint sind. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, die sind nur Deko. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es irgendwas mit dem oben Ding zu tun hat. 4 Räume, 4-stelliger Code. Das ist actually true. Wir haben 4 Räume, die wir gerade haben. Alle können wir öffnen mit der Wunderlampe da. Und in 2 haben wir schon was gefunden. Beim Skelettkopf ist dein Schild. Wenn du da F3 drückst und oben F3 drückst, dann könnt ihr eure Koordinaten addieren und habt den Code. Digga, das ist so fucking random. Wann releasest du deinen Track? Ich hab keinen gemacht bis jetzt. Also halt nur die ihr kennt. Ich denke, dass wir in die anderen beiden Räume noch gehen müssen und dann haben wir den vollständigen Code. Das ist ultra smart. Mhm.
wenn Basti seine 15 Würste in die Toilette geknallt. Oh nein, vielleicht ist Basti wieder stuck in der Toilette. So wie letztes Mal. Hallo? Oh, PogChamp. Junge, he back, Alter. Warte ganz kurz. Ja, denn mit den Razzeka blablablub. Achso, da werde ich keinen vollen Track draus machen, glaube ich. Aber wohl vielleicht, I don't know. Vielleicht lade ich einen Just for Fun bei Spotify hoch. Wäre funny. Bist du auf was Neues gekommen? Ja. Wir haben 4 Räume, die wir mit der Wunderlampe aufmachen können. Kannst du mir die kurz geben? Ja. Ich bin nämlich ein Einzelkind und find's ultra unsatisfying sonst. Okay, pass auf, schau. Wir haben hier, haben wir eine Zahl raus. Dann weiß. Oben aus dem Holzraum haben wir eine Zahl raus. 5. Mhm. Höchstwahrscheinlich. Dann haben wir die anderen beiden Räume, die haben wir noch gar nicht angeguckt. Das heißt, unsere Vermutung ist jetzt, dass es in den Räumen, die wir noch nicht haben, dass wir da die zweiten Zahlen finden. Genau, also das müsste dann quasi dieser Raum sein. In diesem Raum müssten wir entweder orange oder türkis finden. Türkis für mich zu 100% wegen den Partikeln. Aber die sind noch nicht türkis, Digga. Ja klar, was ist das denn dann, wenn es nicht türkis ist, Kevin? Okay, das sind aber dann 3. Nein, 4. Warum 4? Weil hier noch eine ist. Wo? Ach ja, okay. Das ist, also zu 100%? Guck mal, das ja, ist okay, auch okay. Wegen den Partikeln auch. Okay, glaube ich dir. Dann müssen wir jetzt nochmal den anderen gehen und müssen orange rausfinden. Der ist unten irgendwo. Das ist der mit den Flaggen. Nee, wait, das war der Schnee. Achso, ja, hier lang kann. Das ist mit der flackernden Lampe. Ah ja, die flackernde Lampe, true. Ja, perfekt! Flackernde Lampe, die ist auch orange. Das wird sein. Ja. Oh, wir haben es, wir sind smart. Oh, wir sind zu schlau. Dann wer weiß doch eine 1, ne, eine 7. Hier. 1, 2, 3, 4, 5. 5! Weil 5 lange leuchtet! Ja, oder generell, weil es 5 mal leuchtet. Ja! Na dann, eintragen. Oh mein Gott, das wird sein. Es könnte auch ein Digga, es könnte auch ein Morsecode sein. Wir hatten vorhin dieses Morsecode, also letztes Mal das Morsecode-Buch. Lass mal kurz zurückgehen. Ich glaube, es war 4-mal kurz und 1-mal lang. Warte mal. Ach so, das ist dann halt den. Das haben wir nur weggeworfen oder so. Morsecode-Zahlen. Ich google das kurz. Viermal kurz, einmal lang wäre die 4. Also 4 oder 5 sollten wir probieren. Ja, wir probieren beides. Let's go. So dumm. Warum ist 4 mal kurz nicht einfach 4? Dann könnte man 1, 2, 3, 4 machen, das ist 4. Okay, also weiß haben wir 7. Türkis 4. Ja. Das hier meinten wir 5. Und das hier haben wir auch 5 gesagt. Ja, das ist jetzt weird. Warte mal. Seit wann sind die schon wieder dran? Also wir haben gerade angefangen. Wir haben halt jetzt, wir sind so ein bisschen stuck hier gerade. Orange ist doch 4. Ah, könnte auch 5 sein. Probieren da mal verschiedene. Wo ist mein Geld hin? Punkt, Punkt. Ach ja. Minus. Minus. Das Ding ist halt, meistens muss halt. Also meistens würde uns jetzt irgendeinen Sound geben. Ja. Guck mal, ich probiere jetzt eine Zahl aus dem Chat. 7, 3, 4, 5. Der Code wird nur akzeptiert, wenn er länger als 5 Sekunden drin ist. Oh, okay. Mhm. Oh, die haben so ein Anti-Cheat-Ding gemacht, die kleinen. Ja, ist vielleicht sogar gut für uns. Oh. It's your boy. Back at it again. With the white bands, dude. Warte mal, also, warum hast du jetzt eine 6 gemacht? Wegen der Anzahl der Logs oder was? Ja. I don't know. Ich weiß nicht. Pass auf, es war einfach Ausschlussverfahren. Wir haben die 7, haben wir safe. Die 4 haben wir safe. Und das Einzige, was mir zu einfach erschien, war das Holzding. Deswegen bin ich hingegangen und habe das Holzding nochmal durchgetestet. Das war meine Herangehensweise dann hier gerade. Dann wollte er uns ja nur sagen, dass
wir die Anzahl der Oak, also der Oak-Dinger zählen mussten. Ja, safe. Waren das 6? Es waren 6 Savannen-Loks, weil das Biom Savanne war. Okay, dann haben wir viel zu weit gedacht, okay. Okay. Alright, es geht weiter. Oh mein Gott, let's fucking go. Okay, Digga, lass kurz hier gucken, bevor du weitergehst. Ja? Hier sind Tote. Spooky. Was hier, Roleplay Johnson, Alter. Das ist Walle. Oha, er ist tot. Warte, war Walle nicht unser... Nee, das war Veto, ne? Weil er, ja, Veto war unser Busfahrer. Okay, vielleicht ist der Busfahrer gleich noch tot. Hoffentlich. Also, sorry. Nichts gegen dich, Veto. Hier ist Schmocky, hier ist Norris. Hier ist Banco! Kevin. Banco redet, hörst du auf? Wirklich geschafft. Ich kann dich ein wenig beobachten während eures Aufenthalts. Erkenne den Ort auf dem Laptop. In diesem dunklen Raum müsste ein Brecheisen oder so sein. Da waren wir rein. Ja, Banco, wir wollen dich aber nicht befreien. Scheiß auf Banco, dich, Digga. Ey, tut uns leid. Banco, ey, sorry, Digga. Ich hab leider, also ich hab noch einen Termin, Digga. Tschüss. Ey, Laptop hast du ja da. Kannst du ja vielleicht noch ein Plugin schreiben? Du, Banco, kannst du uns noch eine nice Minecraft-Challenge programmieren? Ich hätte da sowas mit so Lava, wenn man läuft und so. Das wäre nice, Digga. Perfekt, wir hören uns. Aber du hast gesehen, was das war, ne? Ja, ja, das war der mit dem Labyrinth von Anfang. Guck mal, hier ist Norris. Ist das Norris? Ja. Der ist eine giftige Kartoffel. Oh, true. Widerlich. Hier drüben ist Schmocky. Der hat seinen Samen in der Hand. Okay, fresh. Was haben wir hier noch? Wer liegt hier? Fabo. Ey, Fabo, der guckt gerade seinen Beeper an. Fresh. Ist hier auch jemand? Nee, ne? Hier ist leer. Nee, ich glaube nicht. Hier ist wenig. Oh, dude. Was hat er in der Hand? Irgendwie so zwei Rüstungsstände und ein Brot. Nee, ein Rotten Flesh und ein Dead Bush. Achso. Naja, Jungs, ne? Man muss weiterkommen. Wir können halt nur einen retten und das ja. Ist halt Banco. Ja. Obvious. Wir müssen den retten, der die Scheiße hier wahrscheinlich irgendwie auch mitprogrammiert hat. Ja, bei Banco leuchtet es auch. Es ist so dreist. Ja, wir müssen zurück zu diesem Labyrinth. Ich werde Banco hat das so geriggt, weil er den Server hier irgendwie kontrollieren kann. Mm. Weird Champ, Alter. Wie kommen wir zum Labyrinth? Wie sind wir da nochmal hingekommen? In die zweite Etage durchlaufen müssen ans Ende. Also U2. Also im Personalbereich? Ja. Boah, ich habe so ein großes Gehirn, ich kann mir so gut Dinge merken einfach. Wann habe ich Geburtstag? Am 5. August. Nice, du bist insane! Ist es richtig? Ja. Oha, holy shit. Ich kann manchmal nicht mal meinen eigenen Geburtstag. Guck mal, das fand ich für weird vorhin. Ich konnte hier nicht mehr durch. Warte mal, lass uns kurz überlegen. Wie sind wir am Ende wieder zurückgekommen? Als wir hier durch waren, wie sind wir dann nochmal zurückgekommen? Ne. Übers Bild, oder? Wir sind durch ein Bild geklettert, würde ich auch sagen. Durch ein Bild. Vielleicht ist das jetzt, vielleicht ist da irgendwas hingeschoben worden, dass wir da wieder durchgehen können. Die Frage ist nur, wo welches Bild das war. Daran kann ich mich nicht erinnern, Digga. Da, wo du dich mega erschreckt hast. Hier. Hier ist das Bild. Aber da kommen wir nicht mehr rein. Ja, so vielleicht? Scheiße, wo genau sind wir denn da durchgegangen? Oh! Hier! Oh! Mhm. Ich musste die Düsterlampe einmal dahin halten. Ah, lol! Oh mein Gott, true! Das musste ich ja auch beim Hochgehen machen. Lol. Oh mein Gott, sick, Digga. Hier muss ein Brecheisen sein. Wo genau nochmal? Es war einfach nur, hier erinnert ihr euch an den Raum, hier müsste ein Brecheisen sein. Hier sind die Errors. Hier, ich hab hier, guck mal, einen Code. Aber den haben wir schon davor reingemacht. Nein, den hab ich reingemacht, ja. Ja. Error, okay. Ja, wir müssen irgendwo ein Brecheisen finden. Wahrscheinlich hier die. Ja, hier auf dem Boden vielleicht, Kevin? Oh, nice! Good job! Yeah. Ja, dann können wir jetzt Banco befreien. Oh. Juhu! Da freue ich mich echt übertrieben, Mann. Da wird wahrscheinlich nur von Banco die Voice bekommen. So.
Wir müssen. Bin ohne dich weggefahren. Runterfahren. Moin, ne? Könnte ich entbannt werden. Junge, wie asozial. Digga, einfach gejoinkt den Fahrstuhl. Habe. Kann aber verstehen, wenn ich nicht entbannt werde, Fields. Okay, Mann. Ach, scheiße. Das ist scheiße programmiert. Der Fahrstuhl funktioniert nicht wie ein richtiger Fahrstuhl. Ich hab den die ganze Zeit gedrückt, um ihn zu blockieren. Ah, das ist schlecht programmiert, Miraculix. Ja, ganz ehrlich, what the fuck. Ich spiel das scheiß Ding nicht mehr weiter. Kennt ihr das, wenn man so ein Rennen macht gegen so seine Homies oder seine Familie und man sagt so, ja, eine fährt mit Fahrstuhl und der andere läuft und der läuft, drückt immer grundsätzlich in allen Etagen immer den Fahrstuhl und dann wartet man oben und tut so, als hätte man schon so 10 Jahre da gewartet. So, oh, ich bin schon so lange hier. Okay, mach auf, Diggi. Dann lass uns mal ein bisschen was aufhebeln, wa? Junge! Naja, mehr oder weniger. Während ich eingesperrt war, habe ich eine neue Sache gecodet. Virtual Reality. Ihr habt ja schon Bekanntschaft damit gemacht. Auf jeden Fall konnte ich eine Verbindung zu einem Ort aufbauen. Und zu meinem Bett habe ich 2 Headsets, damit wir in Kontakt bleiben können. Okay. Nehmt euch jeweils eins. Stellt euch so redet ein Mann, der befreit wurde. Das mache ich. Junge Banco, gut, dass du beim Programmieren bist und nicht beim Voice Acting, Dicker. Aber ey. Huch, ich wurde befreit. Ich bin seit mehreren Jahren in diesem Kellergefängnis eingesperrt. Gut, ich habe an meinem Laptop, der natürlich hier mit Stromanschluss. Okay, warte mal. Unter meinem Bett habe ich 2 Headsets. Unter meinem Bett, ja, ich check's auch nicht. Und was ist denn sein Bett? Digga, er hat sogar 2 Betten, oder? Ah, nee. Nee, hier ist sein. Oh, da, ich hab's, warte. Warte mal, wo greifst du mir gerade hin? Warte mal, lass mich mal. Hey. Da unter dem, schau mal, unter dem Bett, hinten, der hintere Block, da ist irgendwas. Ja, da muss ich bin dran, ich hab's. Hey, du nimm doch nicht alle. Hier, zack. Angucken. Guck mal, Junge, holy shit. Hey, yo, Mike check. Gib mir die Daten, guck mal, wie mein Skin aussieht damit. Yo, Skin, die da. Guten Tag, Junge. Vodafone Hotline. Könnten Sie mir bitte einmal Ihre Kundennummer durchsagen? Ja. Ja, dafür bin ich leider nicht zuständig. Da muss ich sie leider weiterleiten. Ja. Why so serious? Why are you so serious? So what? Guten Tag, Schröder, mein Name. Willkommen beim Vodafone Hilfe Center. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Immer so. Yeah, das tut uns sehr leid. Das bedauere ich. Yeah. Ja. Können Sie mir bitte einmal den Namen und die Kontonummer durchsagen? Ah, ja. E wie Georg, A wie Apfel, E wie Erwin. Junge. Ich finde dieses Buchstabending mit Vergleich, ich find's ultra kompliziert. Dieses Astronautenalphabet, wie es heißt. Ja, das ist ultra skraft, Digga. Ich denk mir mal Sachen aus. Ja, A wie Angelika, B wie Burrito. Ich sag immer so random Sachen einfach. NATO-Alphabet, ja, das ist es. Okay, aber. Guck mal, vor allem die Zusatzinfo beim Headset, Extreme Wireless. Ey, ich hab Banco was gejoinkt, ne? Ohne dass er es weiß. Oh, was denn? Sein Glücksbringer und seine Passwortliste. Zeig mal. Da ist nichts drauf, leider. Aber der Glücksbringer ist eine Suppe. Mhm. Passwortliste. Oh. NATO-Alphabet ist mit Bravo. Ja, das meine ich. Ach so, stimmt, es gibt noch dieses, wo man mit den deutschen Sachen hat. So, Otto für O und so. Wie immer das, hat das einen Namen? B wie Bongiorno. Digga. Wo war das bei Love Island, oder? Von Flenzo oder so? Was? Von Schlonzo. Von Schlonzo was? Habt ihr schon Bekanntschaft damit gemacht? Auf jeden Fall konnte ich dann eine Verbindung zum anderen Ort aufbauen. Unter meinem Bett habe ich 2 Headsets, damit wie in Kopflein. Ihr habt ja schon Bekanntschaft damit. Auf jeden Fall gar nicht. Wo müssen wir jetzt hin? Und dann wird habe ich Zeit damit. Stell dich einfach auf die VR-Transmitter, den Rest mache ich VR-Transmitter. Ja, oben bei den Mobs, oder? Wir müssen da wieder hin. Bei oder ist das nicht VR? Ja, I don't know. Ich weiß es nicht, Ding. Wir haben einen Squad-Stream, Bro. Könnt ihr gerne reinjoinen. Yo. Yeah, join den Squad. Ist, glaube ich, bei dem hier ganz useful, wenn wir. Vor allen Dingen, wir hatten halt auch ein Part beim letzten Mal, wo wir uns so aufteilen mussten. Ich finde das Headset zu geil.
Hey, was machst du jetzt? Da müsst du nicht runter. Warte, doch. Ich denke, wir müssen zu den VR-Transmittern. Ist es nicht hier lang? Scheiße, ich weiß es nicht, Digi. Ich weiß nicht, was genau du meinst. Ach, diese Dinger hier, meinst du? Ja, ja. Das ist der VR. Ja, es funktioniert. Ja, klar. Junge, Basti, du bist so smart. Ja, klar. Oh. Junge, holy shit. Ich glaube, da war ein kleiner Zahlendreher drin. Könntet ihr vielleicht etwas Energie aufladen? Junge, what the fuck? Kann man hier runterfallen? Energie aufladen. Bruder, wir spielen Skyblock. Och man, Banco, wieder ein Error. Man kann runterfallen, by the way. Okay, ich nehme auch mal ein bisschen was raus, ja? Na, lass doch erstmal alles liegen. Nimm doch nicht alles instant raus. Okay, ich habe eine Iron Pickaxe. Bones, Air Max. Wer ist Millionär jetzt? Skyblock. Oh, hier, platziere nur Questblöcke, steht da. Ja, soll ich dir was aus dem Questbuch vorlesen? Yeah, Bro. Ihr Kumpel macht das. Alles beginnt mit einem simplen Baum. Task, crafte einen Daylight-Sensor und eine Endrod. Oh, Kevin, das lasse ich nicht machen. Weißt du, die Crafting-Rezepte? Ach, du Scheiße, Digga. Okay, ja, ich gehe das hin. Warte, was? Eine Endrod? Eine Endrod. Was denkst du, wie kann man eine Endrod craften? Ich weiß nicht, was eine Endrod ist. Alright, dieses weiße, leuchtende Ding aus dem End. Das craftest du mit einer Popped-Kosfrucht und einer Blaze-Rod. Ja, wo kriegen wir die Blaze? Ja, dann bau du dich mal rüber. Pass auf, folgendes. Ich baue den Holz ab. Ich baue den Baum ab, meine ich. Du gehst rüber zu der Insel und baust da alles ab, okay? Okay. Wir müssen, by the way, den Baum immer wieder neu anpflanzen. Also wir müssen wahrscheinlich auch die Seiten noch erstmal mit Holz erweitern. Mit die Seiten auf null. So, du machst es so. Achso, ich... Ich dachte, du baust dich rüber, aber ich kann mich auch rüberbauen sonst. Kann ich mich rüberbauen? Also, ich meine, kannst du Holzblöcke so normale craften? Nein, ich habe diese. Nein, so funktionieren die nicht. Und jetzt von oben drauf. Achso. Jetzt. Nein, Achso, ich hab gesneakt. Oh Gott. Genau. Oh, die fallen runter! Ja, die fallen runter, wenn die zu weit sind. Ja, dann nehme ich Dirt einfach. Ja, kannst du Blöcke platzieren? Ich kann keine Blöcke platzieren. Ja. Doch, kann ich. Aber ich kann sie nicht zu Planks verkraften. Kannst du die zu Planks verkraften? Oh Gott. Meinst du, wir haben hier Keep Inventory an? Meinst du Inventory? Ja. Kevin, du kannst springen. Tschüss. Juhu, ich hab's geschafft! Alright. Okay, ich hab 9 Chorus Fruit. Okay, die müssen wir smelten im Ofen. Okay, soll ich noch irgendwie suchen, ob wir hier was anderes finden? Ich bezweifle, dass wir da noch was bekommen, oder? Ah, ich weiß nicht. Ich nehme auf jeden Fall noch ein paar Blöcke mit. Kannst du die ohne Spitzhacke nicht... Ach, du hast ja eine Spitzhacke, ne? Ich habe eine Spitzhacke, genau. Okay, dann komme ich wieder rüber jetzt. Ich habe 3 Saplings, 4 Saplings. Huh! Okay, wofür brauchen wir die Saplings genau? Na, damit wir unendliche Blöcke haben. Aufmännisches Alpha. Okay, was müssten wir nochmal craften? Einen Ofen meintest du, ne? Ja, wir bräuchten auch wahrscheinlich einen Ofen. Da, die Steine werden hier unten sein. Da kenne ich mich aus, ich als alter Profi. Ja, es ist absolut dunkel. Hier ist Bedrock. Also keine Steine? Nee, no stones, feels bad, man. Okay, aber wie kriegen wir dann einen Ofen? Vielleicht hat noch drüben bei einer anderen Insel. Ja, dann gehe ich mal zu der Insel, Bruder. Also wir bauen das Quarz drüben noch für den Daylight-Sensor. Oh mein Gott. Oh, Digga, mal halber Herzinfarkt, Digga, wenn ich Shift drücke. Hey Kevin, soll ich dir erklären, wie du die Dinger benutzen kannst? Oh. Nee, ich habe alles unter Kontrolle. Wir können auch einen Kabelgen machen, ne? Ich benötige deine Hilfe nicht. Öh, da hinten! Wir müssen uns einfach nur darüber bauen, Basti. Ach so, ja. Da geht's weiter. Ja, aber Bruder, wir brauchen halt Cobblestone. Ich check's nicht. Wir könnten auch. Hier ist ein Loch. Lava-Gen, Kevin.
Aber haben wir Lava? Ja, da drüben in der Netherinsel. Da müssen wir rüber. Ach, da ist noch eine Netherinsel. Da habe ich noch nicht einmal hingeguckt. Okay. Wir bauen das Quarz auch. Und du hast einen Eimer gecraftet? Hast du einen Eimer gecraftet? Wir hatten Eisen. Ja, ich habe 3 Eisen. Ich kann machen. Sick, sick, sick. Dann, ich würde es dir überlassen, einfach weil du der Minecraft-Guy von uns bist. Und so, ich könnte es jetzt auch machen, den Cobblestone-Generator. Würde mir jetzt nicht schwerfallen. Aber, ich glaube, das ist für deinen Stream einfach mehr Content. Ja. Ey, Sand ist nicht so smart zum Rüberbauen. Kevin, ich find's gut, dass du gerade der Bauarzt bist, ne? Sand ist nicht so gut zum Rüberbauen. Gut, ja, lass uns weitermachen. Hast du Blöcke? Dann ich würde ja auch Blöcke nehmen. Ja, hier. Ich hab noch das Holz. Ja, roten Sand lasse ich mal lieber bei mir. Oder hast du, ist die Spitzhacke kaputt? Nee, ist nicht. Ich baue ein paar Blöcke ab hier. Oh nein, nichts passiert. Du kannst rüber hier. Wobei, ich würde ganz gerne, glaube ich, jetzt aber nochmal einen Block von dir mitnehmen. Also wenn du mir einen Block ranplacen kannst. Ja, ja, mach ich. Ich hab die Blaze-Rods, 9 Blaze-Rods. Schön, Dicker. Im Brewing Stand, kannst du bitte hier das Quarz abbauen, weil wir, das hier? Ja, und wir bauen dann, du kannst auch gleich nochmal Sand smelten. Also Sand müssen wir auch im Ofen smelten. Okay. Kannst du mir ein paar Blöcke geben, damit ich den Cobble-Gen mache? Ja. Wo bist du? Hier unten. Wo willst du den Cobble-Gen machen? Hier auf der Insel oder drüben beim Feuer? Also bei der Lava. Wir können es auch drüben bei der Lava machen. Dann, pass auf. Gib mir mal ein paar Blöcke. Hier. Gib doch die Pickaxe. Kannst du was abbauen? Ja. Du bist im neuen Logan Paul Video. Oha, sick. PogChamp. So, das Wasser muss eben auf die Lava fließen. Okay, Basti, wir müssen kurz mal uns gleich den neuen Logan Paul Vlog reinziehen. Wenn wir da kurz 2 Minuten haben. Da bin ich wohl drin, meinte jemand im Chat. Ach so. Das war so ein Joke, aber du bist ja mittlerweile berühmt. Ach so. Oh Mann. Okay, warte mal. Hey, wait, Channel Feuer. Oh mein Gott, Channel, ihr seid so fucking dumm! Es war nur ein Debate. Ich hasse euch. Jesus Christ. Ey, Kevin, ich meine, dass wir, wenn wir den Dirtblock abbauen. Das war deine Schuld. Das war Real Talk deine Schuld, du hast den Block abgebaut. Ich wollte es noch besprechen. Ja, wir haben ja nochmal Lava. Ist alles gut. Wir werden es ja wohl nicht zweimal verkacken. Find's gut, wie sie damit direkt gerechnet haben, dass wir es verkacken und uns zweimal Lava gegeben haben. Ja, ja. Basti, weißt du, bevor wir jetzt über mein Fail hier sprechen, der übrigens eher dein Fail war, aber ne, ist egal, ich nehme es auf meine Kappe. Mhm. Wir können ja auch gerne über das Video reden, was du im Stream aufgenommen hast, an Weihnachten, wo du uns einen kleinen Tipp gezeigt hast, wie man das Portal gießt. Wollen wir darüber kurz reden? Hast du Lust, darüber zu reden kurz? Ja, willst du das Video einmal in den. Also willst du es einmal showdown oder was? Ja, genau. Alright, Bro, lass weitermachen. Wie heißt das Modpack? Das ist Hexed, was wir spielen. Feed the Beast, Unlimited. Alright. Also warte mal. Wenn es nicht. Warte mal, man macht Obsidian, in dem Wasser auf Lava fließt, also muss es es muss Lava auf Wasser fließen, sozusagen. Also das, also die Lava muss fließen. Oh, Chat hat doch nicht rumgelogen. Nee, Chat hat doch nicht gebildet. Wir haben's. Oh, shit. Ja, wann guck ich das, Digga? Sorry, Bro. Tut mir leid, ich bin gerade kurz abgelenkt. Okay, sick. Good job, Bro. Ja. Yeah. Bau ab, Kumpel. Moment. Ey, seit wann sind diese Blöcke so übergehend? Oder ist das das Texture Pack irgendwie? Das Texture Pack. Joink. 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 Wenn du willst, kannst du schon mal Sand holen oder wir machen alles zusammen. Joink. Huch. Also? Huge. Okay, Furnace ist ready. Wo place ich den? Ich place den einfach mal hier, ja? Mhm.
So, was meintest du, musst du smelten? Die Chorus-Flut, richtig? Genau. Hey, warum kann ich den Sand nicht aufsammeln? Haben wir noch Holz? Wir müssen warten, bis die wachsen. Okay. Hey, ich kann den Sand nicht aufsammeln. Kann man den Sapling verbrennen? Ja. Okay, dann machen wir das. Wie viel brauchen wir? Eins, zwei, wie viel? Eine. Du hast noch Bone Meal. Wir haben noch Bone Meal! Ja, Mann. Aha. Junge, smart. Good fucking job, Chat. Good fucking job. Ah, man nennt es das kaufmännische Alphabet übrigens. Aha. Moin, könnte ich entbannt werden? Wäre echt okay, also nett. Bro, mach einfach so eine Bann-Anfrage oder Entbann-Anfrage. Okay, ich habe einen Popped Chorus Fruit, bro. Okay, dann kannst du jetzt eine Blaze Rod hier mal nehmen. Und Blaze Rod oben, Popped Chorus Fruit unten. Und dann kriegst du Endrods. Hier. Okay. Bro, du bist actually bei Logan im Video ab Minute 1:12. Nochmal, was wo oben, was unten? Die, Blaze Rod oben und darunter die Pop Chorus Fruit. Okay, hab ich, Endrod. Hab ich. Okay. Das gut, muss ich dann auf dem Questing. Können wir das nicht freiladen? Wir brauchen ja noch ein zweites Item. Und zwar, hast du noch Holz? Kannst du hier mal den Sand bepowern? Oh. Hier im Ofen? Einfach im Ofen. Was soll ich machen? Genau, das muss einmal smelten. Smeltet. Genau, dann hole ich es mal. Chat, ich habe das mit Longboard mitbekommen. Wir gucken das gleich, Jungs. Alright, Boys, entspann euch. Ich habe Quarz, 3 Stück. Reicht das? Mhm. Liegt vor dir. Kannst du auch 3 Slabs machen? Holzslabs? Mhm. Nee, das kann ich nicht machen. Oder macht man Slabs irgendwie anders? Nee, eigentlich im 3x1. Ah, hab. Nee, es ist 2x3 gewesen. Labs. Liegen vor dir. Okay. Guck mal, dann kannst du sogar, ich gebe dir die Experience, dann nimm mal hier die Slabs, das Quarz und das Glas. Hast du das? Nee, ich habe keinen. Okay. Ist im Ofen. Hab ich genommen. Und dann jetzt? Quarz in die Mitte. Ja, hab ich. Oben Glas, unten 3 Holzslabs. Fati, bist du stolz? Das hat nicht funktioniert. Dann mal die Holzslabs und Glas vertauschen. Nee. Das ist, Also alle 3, ne? Verteilt. Oh ja, das hat Banco falsch programmiert hier. Oder wer hat das programmiert? Miraculix? Wer hat das programmiert? Miraculix. Ja, Miraculix hat, es war ein Bug im was, System. Du hast, nein, Bug. Ich geb dir nicht Bug, ohne, es war ein Bug, es war ein Bug. Ich geb dir nicht einfach von allem ein so einfach jeweils es ein Bug, drei. Es war ein Bug, Nein, drüber, wir haben es geschafft. Wir haben Banco geholfen, yo! Nein, warte, das war's noch nicht. Der Sensor muss auf die Endrod. Okay, also erst Endrod und dann Sensor oben drauf, ja? Endrod und darauf der Sensor. Das geht nicht. Ah doch. So. Bitte kurz nicht bewegen. Junge. Sehe ich das richtig? Guck uns mal an. Ist das in Nordpol? Schaut euch etwas um, bevor ich diesmal wirklich alles richtig einstelle. Junge, Banco, Digga. Ich stell dich vor, so ein Anime komplett so gesprochen. Einfach diesen deutschen Dub. Einfach von Banco, Digga. Oni-chan, wie geht es dir? Wir müssen den Erzfeind töten. Oh Mann. Deine Power-Attacke, sie ist viel zu stark. Ja. Junge, ich hab hier so viel zum Angucken, Kevin, ne? Wir haben eine Taschenlampe wieder übrigens. Boah, Junge, sick, Dicker. Wo sind wir denn? Am Nordpol sind wir? Geil. Ja. Geilomatico. Mit unseren Headsets, Alter. Ja, stimmt, die haben wir ja wieder jetzt. Oh, ich hab ein Present, Red. Zeig mal. Ich. Wie sah das aus? Leitest du einfach hier so? Ja.
Press Red, yo. Es heißt Red. Ich höre mir nur Apo, Apo. Es heißt Rot. Es heißt Rot. Mein Name ist Grün. Ich bin der echte, yo. Was geht ab? Alarmstufe Rot wieder back am Start, vielleicht? Alarmstufe Rot. Digga. Alarmstufe Rot. Lass mal das Haus hier gehen, Basti. Ja, oh, der Baum. Oh no, the tree. The tree is very beautiful, man. Hast du das Video von Logan Paul gesehen? Hier ist noch ein Geschenk. Ah, der, oh doch, doch, ich habe noch eins gejoinkt. Ja. Oh, Santa. Noch ein grünes. Er redet mit uns, Kevin. Fremde. Warum wurde Santa nicht verfilmt? Ja, Kevin. Vertont, meine ich. Meine Elfen wollten mir ein Scherz spielen und haben alle roten Geschenke versteckt. Aber selbst sie wissen nicht mehr wo. Könntest du mir helfen, sie zu finden? Digga, wissen, das ist, der Weihnachtsmann ist real, Bro. Oh mein Gott. Holy Mann. Shit. Digga, ich shake. Junge, ich bin so aufgeregt. Holy shit. Hier ja, abgeben, okay. Stell es bitte so schnell wie möglich auf den Tisch hier. Es müssen 12 sein. Oh, eins, sick. Zwei. Das ist sick. Junge, das ist so geil gemacht, Digga. Ich schwör's dir. Okay, dann lass uns aufteilen. Lass uns aufteilen. Ja, Mann. Jeder sucht Geschenke. 10 Stück noch, Kevin. Boah, das ist echt viel. Nur rote, ne? Ja, ja. Okay. Guck mal, hier bei dem Berg hier hinter wird es eins sein. Pass auf, hier. Okay, nevermind. Ich dachte, ich habe Ultra Game Sense. Vor allem Game Sense hier so. Einfach Counter-Strike. Ist es smart, hier in F5 rumzulaufen? Jo. Hier ist ein Schneemann. Ey, Chat, Jungs, ich weiß. Tag 17. Ihr habt, seid wahrscheinlich gerade hier reingekommen und habt es nicht mitbekommen. Aber das Logan Paul-Ding habe ich mitbekommen. Wir gucken es gleich, Jungs. Ey, Bus. Oder nachher, wenn wir noch mal Zeit ist. Ich will gerade mit Basti spielen, Jungs. Das wäre jetzt wack, Basti 10 Minuten warten zu lassen. Okay, Boss. Der Skin. Bro, shut the fuck up, mein Skin ist gut, okay? Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist mehr in so Häusern drin, oder? Als jetzt hier draußen. Lass mal beim Weihnachtsbaum selber nachgucken. Da wird noch was sein. Und vielleicht kann man auch in diese kleinen Eis-Iglus hier, oder was das sein soll. Diese Eisspitzen. Ja, ich weiß nicht, wir laufen halt safe die Spots dann doppelt ab, ne? Aber... Wir können auch zusammenlaufen. Wollen wir uns beim Baum treffen, dann laufen wir zusammen. Hier, ich hab eins! Okay, gut. Na, ach komm, jeder sucht ein bisschen und dann werden wir ja sehen. Okay, okay, eins war beim großen Baum. So krass, wie schon vielfältig das ist, ne? Hier gibt's auch manche, die leuchten von diesen Eisblöcken. Ja, danke, Bro. Das haben mir gerade 10 Leute donated. Was ist eigentlich mit Mod-Requests aus Babel? Du meinst Ban-Requests, oder? Oder meinst du, wer gemoddet wird neu? Bro, damit habe ich nichts zu tun. Meine Mods machen das selber. Ich habe noch eins gefunden. Die sind übel versteckt teilweise, Bro. Auch draußen. Ah, du hast halt den Game Sense. Kann man das Escape-Game auch spielen? Hier ist noch ein Schneemann. Basti, weißt du, ob man das Escape, ob der Escape Room zum Download verfügbar sein wird irgendwann? Ich weiß, fragen mich jetzt gerade ein paar Leute. Ja, wollen wir das sagen? Also, kann sein, dass das schon bereits so ist, aber ich will das eigentlich nicht so sagen, weil wir den noch spielen. So. Oh, 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 oh! Oh, Digi, Digi, Digi! Ja. Wie soll ich das beschreiben? Hier oben ist eins, aber ich komme nicht ran. Beim Haus, das, da beim Center House. Vielleicht kannst guck du mal. Guck dir die gesamte Umgebung an. Ich habe jetzt gerade auch einen guten Fund hier. Was ist halt auch so dunkel, Junge? Man sieht ja nichts. Ich sehe nichts, Fadi. Okay, warte, ich gehe mal hier automatisch, wenn wir fertig sind. Ich habe noch eins. Ah, okay, also wird es Release, ja? Wo hast du denn? Genau, cool, also wenn wir fertig sind, dann gibt es sozusagen die Public. Ah, okay, das ist cool, Bro. Also wir haben jetzt 5, ne? Weil du hast 2, ich hab 1. 2 haben wir schon. Wie viel hast du? Ich hab 1. Ich hab auch 1. Okay, dann haben wir 2. Insgesamt 4. Ich hab noch 1. Huge, aber haben wir 5. Ich hab auch 1! 6? Ja. Beziehungsweise, wir haben sogar noch 1. Ich hab ja. Wait, ich hab 3! Ich hab 3. Ich glaube, ich sehe das gleiche. Ist es das auf dem Dach? Meinst du das? Nee, das ist an der Seite vom Haus beim Center House.
Okay, weil ich habe hier eins auf dem Dach. Guck mal, du bist da. Ja, ich bin hier. Ich bin hier beim. Guck mal, da oben auf dem Dach. Auf dem Dach. Oh, guck jetzt sofort. Nach oben, da steht. Video. Hier? Nee. Warte, ich mach mal F5. Ja, sehe ich. Okay. Wie kommt man hier hoch? Shit, dude. I don't know. Gibt's da irgendwo eine Leiter bei dir? Ja, ich guck mal. Vielleicht kommst du auch mal hier auf den Zug drauf, weil, Ach, das ist ein Zug? Ja. Krass. Oh ja, ich bin drauf. Okay, top. Ich glaube hier... Warte mal, ja, hier muss man so ein kleines Jump'n'Run schaffen, vermutlich. Kein Ding für dich? Nee. Kein Ding für den King. Okay, bin drauf. Let's go. Pogchamp, dude. Also 7. Wir haben 4. Ich habe noch eins. Wie fährst du? Also ich hab eigentlich... Okay, dann haben wir 5. Ich habe eigentlich noch eins. Das habe ich aber noch nicht holen können. Wollen wir das kurz zusammen gucken, ob wir es holen können? Ja, Mann, zeig mir. Beim Center House. Okay, komm mal. Okay, huge, Dicker. Good job. Ja, hier. Schau, komm zurück. Lauf okay, zurück. Die Kinder müssen glücklich werden. Ja, scheiß auf die Kinder, Dicker. Hauptsache, wir schaffen den Escape Room. Schau, hier oben. Siehst du, darf ich hingucken? Da, 2. Etage. Ah, ja. Ich weiß aber nicht, wie man da hinkommt. Aber da ist noch eins. Ich würde kurz die wir haben, abgeben, ja? Mach das mal. Gönn dir. Okay, Bruder. Ernte die Lorbeeren. Man muss sie auch mal gönnen, wahr, sag ich immer. Ja. Was? Schon oh mein gesehen, Gott, der Jackpot! Du bist im neuen Doma-Video. K. Kevin. Danke, Bro. Wie viel Zeit für mein Huhn? Jungs, bitte nicht. Danke, Bro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bro, sag mal, was das für eine Musik ist. Die ist zu chillig. Das ist die Enchanted Forest Music. Brings positive transformation, mystical forest sounds. Digga, das Bild ist awesome, dude. Danke, weiß, Buddy. Danke, Yoshi. Kuss auf dein Auge, Bruder. Junge, ich finde die Headsets dann zu gut. Chad, falls ihr das letzte Mal nicht dabei wart, wir mussten bei diesem Escape Room, ins Resource Pack gehen. Und dann hier auf dem Resource Pack ist nur bei mir, nicht bei Basti, ein Code gewesen, 9304. Digga, und den musst du finden. Ich hab das, was du gesehen hattest. Okay, sick. Nice, good job. Also haben wir 8, noch 4 Stück. 4, push dich! Push dich, Junge, nochmal die letzten Meter. Kevin, Alter, du bist so schnell. Und ich push mich immer selber. Was macht er da? Seine Technik. Das ist unglaublich. Boah, ich glaube, ich wäre so ein richtig guter Fußballspieler. Ja, jetzt müsstest du halt nur noch verstehen, wie man Fußball funktioniert. Ich verstehe, wie Fußball funktioniert. In meiner Leiste habe ich einen Clip auf Code 2 von dir. Okay, hau raus. Den hier, den gucken wir uns jetzt an. Ja, okay. Okay, Junge, was kommt jetzt? Hier runter. Okay, warte. Holy shit, das ist... Junge, der ist ultra alt. Okay, 3, 2, 1, go. Holy shit, das ist übel gut, oder? Bro, wenn die ein 1-1 erspielen könnten, wäre das krank, oder? Gibt es für einen Unentschieden irgendwie Punkte in der Bundesliga? Okay, aber mein Aim war krass. Hast du gesehen? Mhm. Und für einen Gewinnen, für einen Win gibt es 3, richtig? Guck mal, ich weiß alles. Ja, true. Das ist 0-1-2, oder wie ist das? Digga. Ich wusste doch alles. Ist das so? Unentschieden ein Punkt? Und gewinnen 3 Punkte? Ja, gibt's für Unentschieden, gibt's da was? Oh mein Gott, als ob der Clip so krass ist, dass du den dir abspeicherst. Nee, der ist einfach oben in der Liste. Ich hab ein paar Sachen, ich hab auch noch den Strawpaw von vor 20 Jahren. Du hast einen Ordner für mich gemacht, das ist süß. Nein, tatsächlich nicht. Der ist einfach noch oben da drin. Der ist zwischen Craftwerk 8, Basti GRG Clips und einem Dropbox Link. Oh nee, ich bin bei den unbedeutenden Links viel zu bad, man. Aber ich sag so, Digga, ich habe kein Lesezeichen von irgendwas von dir. Soll mich das jetzt verletzen? Ja. Ja, tut es auch! Aber bevor man ein Leserzeichen braucht, dann muss man es mal lösen. Yeah, real rap. Digga, hier ist ein dunkles Haus, haben wir hier schon. Ah, das hier haben wir, glaube ich, schon geguckt. Okay, Digga, uns fehlen noch. Wie viel fehlen noch? Du hast noch 2, ne? Ja, kling, klang.
Du und ich. Wollte ich nur sagen, dass du ein Riesenidol für mich bist. Du bist nice. So ein sympathischer, geiler Streamer. Danke, Bro. Ich küsse den Arm. Ich bin glücklich, wenn ich dir zu gucke. Ah, süß. Süß. Ich dachte, da kommt noch irgendwie ein Kappa oder so, aber kam nicht. Danke, Bro. Das war einfach nur eine nette Donation. Boah, safe hier. Hier. Safe muss man auf dem Ozean runtertauchen. Okay, mach das mal, Digi. Makes his May, ML, Brother. Schau mal den Chat in Minecraft. Wenn du eins gefunden hast. Ne, das haben wir schon alles gesehen. Safe muss ich hier aufs Dach drauf und hier ist auch noch eins. Oh mein Gott, ich hab auch noch eins. Ich weiß es jetzt schon. Hab gelogen. Hab keins. Du kannst mir hier mal gerne helfen, wenn du möchtest. No. Komm mal hier bitte auf den großen Ozean. Also auf den See. Auf den großen Ozean bitte kommen. Ja, ich seh dich. Bitte komm. Ja, ja, eine Kasse 7 bitte. Wir brauchen hier Verstärkung. Jo, mach mal eine zweite Kasse auf. Da war eins? Okay, hab ich auch das Gefühl. Was soll ich machen jetzt hier? Wir tauchen und suchen. Oh nein, hier ist safe irgendwas. Ach du Scheiße. Machst du mal eine zweite Kasse auf, bitte. Ich verdurste. Nein, denk nur dran, dass du nicht verdursten kannst. Kann man noch irgendwo anders rein? Hier kann man auch noch rein? Ja, hier gibt es viele Seiteneingänge. Ich hab eins. Nice, huge, Dicker. Aber das könnte vielleicht im Wasser noch eins sein. Besuch du mal danach, ich kümmere mich um das Haus. Okay. Chat, meinte ich hier oben auf dem Haus, wo ich gerade drauf gehen wollte, ist irgendwas? Logan Paul verkauft wieder Booster. Ja, yeah, I know. Guten Tag, Schneider, mein Name. Bitte links. Einmal die Fahrausweise, bitte. Links? Hab noch eins. War unter Wasser gefunden. Am Baum? Zwei unter Wasser gefunden. Good job. Danke, ich wollte mir deinen Lob abholen. Beim Baum, warte mal. Shitman, dass ich noch irgendwas übersehen habe. Ich check nicht wo. Hier, Center, für dich und die Kinder. Yeah. Fehlt nur noch ein Drittel. Du hörst einen Sound, der Baum mit den Leuchten. Hier habe ich schon geguckt, das habe ich schon. Ein Sechstel fehlt uns, sorry. Hinter dem kleinen Haus. Ich glaube, Chad hat mich nur gebaitet, um ehrlich zu sein. Nee, ich glaube, hier oben ist nichts drauf. Ich hab eins. Nice, Future, fehlt uns noch ein Sticker. Mein Kind wird mal an Weihnachten weinen müssen. Nee, hier ist nichts. Center hat hier einen Sensor. Ja, dann gegeben. Kriegt Banco halt einfach kein Geschenk zu Weihnachten und gut ist. Passt, in my opinion. Der Schnee nervt halt übel. Ja, sag mal erstmal beim Center, wenn du seine Geschenke suchst. Ja, sorry, Center, ne? Hier am Nordpol ist ja ganz cool. Klima, gewöhnungsbedürftig. Aber der Schnee ist halt. Ah, der Schnee ist scheiße. Was soll denn das? Was ist das denn, Junge? Dunkel. Ah, das ist. Das ist ja nichts Ganzes und nichts Halbes, ne? Ist aber hacktet, Santa. Santa, was bist du? Und das am Fenster hat Basti gekoppt. Das beim Haus, Chad, das hat Basti. My brother Basti, bruv. Komm, this one, bruv. Already got it, yeah. Ey, irgendwie hab ich das Gefühl, es ist in einem Haus. Meinst du, im Wasser hast du alles? Ja, wa? Ich hab zwei da gefunden. Ja, das sehr, so sehr krass, unwahrscheinlich. Ich hab zwei gefunden. Finde ich auch. Ich hab grad noch eins auf dem Baum geholt, ne? Okay, huge. Auf dem Baum, ja? Ja, auf dem Baum. Warte, hier kann man auch nochmal verdächtig hoch in den Baum die Krone platzieren. Oh, warte mal, hier bei mir vielleicht auch. 187. Mann, es ist so dunkel in diesem Game. Oh, oh! Bitte sag es. Sagt die magischen Wörter. Ich liebe dich, Basti GHG. Ja! Endlich!
Als würde man so reagieren. Als hätte ich so Exodia beschworen oder so. Ja! Gott! Scheiße, Digga. Scheiße. Was ne Scheiße. Was sie? Ich lieb dir, wa? Wir labern so eine Scheiße heute, das ist insane. Ich lieb's, wa? Ich sag mal so. Okay, man, was würdest du dir für, welche Stelle lässt du dir von mir tätowieren? Achso, machen wir das wirklich? Das wäre so funny, Digga, wenn wir uns beide Tattoo machen. Nein, sag mir, wohin würdest du dich denn tätowieren lassen? Ich hab drüber kurz nachgedacht. Po-Backe? Es gibt kein... Oh nein. Po-Backe würde ich machen, rechte? Mein Po kommt in keinen Vlog von dir. Boah, das wäre sick. Beim letzten Mal die Füße und dann dein Arsch einfach. Imagine. Man sieht einfach nur so einen Arsch, nackt, zensiert und man hört deine Stimme. Digga. Das wäre so wild. Ey, man wild. Kennt meine Hände, okay. Füße und mein Po dann. Also, ja, Basti, mach doch Po-Cam jetzt, wenn ich sie schon kenne. Po-Cam. Nice, Digga. Instant mehr Zuschauer. Ja, vermutlich. Ja, das wäre auch für einen Tag. Oder weniger, kommt halt auf dein Po an. Egal, auch selbst wenn es kein schöner Po wäre, dann würdest du halt trotzdem mal, um das dir anzugucken, die Po-Cam. Als wäre das so ein Spektakel. Ja, hä, als ob du nicht bei der Po-Cam von Basti GG einschalten würdest. Nee, das ist mir eigentlich zu widerlich. Da wäre ich persönlich dann raus. Okay, Kevin, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Meinst du, okay, jetzt mal Real Talk. Angenommen, Twitch könnte mich nicht bannen an dem Tag und ich würde eine Dick-Cam machen für einen Tag. Wie viele Leute würden einschalten? Wie viele Viewer hätte ich dann? Jeder. Also es würden halt ultra viele Leute allein deswegen einschalten, ob das halt real ist. Also als ob Papa Platte gerade seinen Schwanz zeigt. Okay, 200k? Mehr. Was ist, wenn ich eine Dick-Cam mache für eine Stunde, 200k Viewer habe und dann einen OnlyFans starte und boom. Und wir brauchen noch ein Geschenk. Wofür man dann zahlt? Für Dickpics. Ja, aber wenn ich ihn schon gratis gesehen habe? Naja, ich kann dann so Wünsche machen und so, den Helikopter oder so. Kommst du drin vor? Haben schon Leute gesagt, Buddy, aber wir haben es noch nicht geguckt. Junge, was will er, Bruder? Er will unsere Geschenke hier abstauben. Hau mal ab. Ja, so ein Ding. Wie viele gibt es? Es blubbert, wenn ihr in der Nähe seid. 107. Was? Ist die Gang. Ja, das hat vorhin geblubbert. Warst schon im Zug alles abchecken, ja? Was? For real? Ja. Okay, warte. Im Zug hast du schon alles gefunden, ne? Ah, das war das, die Pressure Plate. Aber was gibt's neben der Po-Backe noch? Alternativspots? Ja, der Zug zum Beispiel noch oder so. Wir kennen deinen Schniedel doch schon, Peppy Left. Oder was meinst du jetzt genau? Oder ging es ums Tätowieren? Ja, Kevin, du bist Hardcore-Lo- Also, das ist ja insane. Okay, weil, also... Was gibt es für Alternativstellen neben der Po-Backe? Ja, der Zug. Okay, pass auf. Hey, Jungs. Falls also, Po-Backe, Fußsohle... Dicker, was? Was sind denn so Omega-Lull-Positionen für Tattoo-Chat? Also, Po-Backe, Fußsohle... Oberschenkel oder so. Innenseite der Lippe. Oder der des Mundes quasi. Also wenn man den Mund so runterzieht, da kann man ja auch so. Dicker, hä? Du denkst, dass ich mich von dir in meinem Mund hätte. Ach so, bei dir! Ich dachte, dass du das bei mir machst. Ja, du bei mir, ich bei dir. Ich würde mir Basti GG in die Innenseite meiner Lippe tätowieren. Boah, Junge, das würde ich machen. Holy shit, das soll ich im Vlog machen, Digga. Das ist so Content. Du würdest dich auf die Innenseite der Lippe tätowieren lassen. Ja, für den Vlog. Und dann, wenn du diesen Schmollmund machst, dann sieht man jedes Mal meinen Namen. True! Boah, das wäre sick, wenn man einfach so... Boah, so trauriger das ist so ein trauriger Smiley. Das wäre sick. Ich glaube, dass in der Innenseite der Lippe oder Zunge oder wie man noch... Oder Mund, das geht übel schnell weg. Ich glaube, das ist so ein Ding von 3 Jahren oder so. Naja, ist ja übel. Übel schnell. Ey, Buddy, ich weiß leider nicht, auf welchen Bäumen du schon drauf warst. Nur auf dem einen, der rechts von unserem Haus
von unserem Spawnhaus war. Okay. Hat der irgendwie geleuchtet oder irgendwas? Naja, da ist halt ein Geschenk, wa? Also, da hat nichts geleuchtet. Oder ich tauche nochmal ins Wasser ab. Ja. Was für ein Geschenk, Bro? Alter. Ein Geschenk, die. Dann haben wir's. Leute meinen irgendwas von Lichtsensor oder so. Bei einem Eisberg war's. Ich halte es für einen miesen Cap, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, von einem Eisberg haben wir wirklich noch nichts, ne? Von Logan Paul. Er hat sich ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Digga. Easy money, dudes. Noch nie so viel Geld verdient. Danke für die Donations, Jungs. Ich grüße dich später an. Okay, warte, ich mach mal meine Musik aus. Chat meinte, es gibt ein Geräusch. Ja, gibt's wirklich. Wie laut ist es? Es ist halt so ein Blubbern. Wie nah muss man dran sein, um das zu hören? Keine Ahnung, ich habe jetzt auch vorhin nicht so krass drauf geachtet. So erst im Nachhinein. Ich laufe einfach mal einmal durch die Map. Junge, wer ist er, Alter? Fucking Eismann, Schneemann. Da war's? Nein, safe nicht. Das, was ihr meint, ist das Wasser, Chat. Aber es ist ja wie Wasser blubbern. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es jetzt bei mir in der Nähe ist oder nicht, weil es hier halt auch blubbert, aber hier ist auch Wasser. Hier ist nichts. Hello, how are you? I am under the water, please help me. BS, lass die Bastis Face auf dein Dick tätowieren, Kappa. Guter Vorschlag. I'm under the water, please help me. Guck mal, ich hab das hier, das ist so wasserfallmäßig. Ich glaube, das ist einfach nur das Wasser, würde ich jetzt sagen. I'm under the water, please help me. Das ist der Regen, beziehungsweise bin irgendwie der Schnee oder so. Nicht das eine Geschenk an der Seite von dem Santa-Haus Ferguson? Doch. Das Geschenk an der Seite des Santa-Hauses hat Basti eingesammelt. Meinst du, ne? Das hast du. Ja, habe ich, zu 100%. Okay. Ich muss kann auch noch mal gucken, ich bin da. Und dann konnte man auf die Seite der Ja, das ist weg. Bro, das, also vielleicht sollten wir allgemein nochmal die Seite von dem Haus abchecken. Was ist mit diesem riesen Weihnachtsbaum? Kann man da oben drauf? Welchen meinst du? Den riesen beleuchteten Weihnachtsbaum. Der sieht jedenfalls nicht so Jump'n'Run-mäßig aus. Nee, man könnte von der Zugbrücke rüber. Ich gehe da mal rauf. Try mal. Ist das ein Geschenk da? Nee, ne? Ich weiß nicht, ob das ein Geschenk ist, was ich da gerade sehe. Aber ich denke tendenziell eher nicht. Hey Kevin, ich folge dir mittlerweile seit 5 Jahren und finde dich so krank ein Teil dieses Weges gewesen. Pass auf, magst du dir jetzt sagen, dass wir in dem Logan Paul Video sind? Jo, was geht? Kevin, du musst dir jetzt bitte unbedingt für 50.000 Euro oder für 20.000 Euro Pokémon-Karten kaufen. Digga, nein, ich kann das nicht nochmal machen, Bro. Visible Happiness. Doch, du musst das nochmal machen. Nein, safe nicht, Max. Kevin! Nein, shut up. Du kannst das machen! Nein, safe, das ist übel unnötig. Das ist, was ist das Base nochmal? Ja! Mega unnötig, Digga, wofür? Naja, weiß nicht, nochmal? Nein, muss nicht sein. Diesmal dann aber PSA 10. Okay, Digga. Bro, ich kann jetzt nur verkacken. Ein Logan Paul Video und Logan wird in High Holder. Chat sagt es ihm! Nein, Bro, ich will es wirklich nicht machen, Diggi. Das wäre ein guter YouTube-Titel. Nee, inzwischen auch nicht mehr, Bruder. Pokémon, YouTube ist überschwemmt von Pokémon-Karten, Dicker. Bro, da sind schon voll viele ausverkauft. Du kannst vielleicht noch so aus 20 auswählen. Die anderen sind schon alle verkauft. Ich schau mal.
Also die ersten 10 sind schon verkauft, komplett. Oh mein fucking Gott. Ich hab Logo Paul eingegeben. 10.000 Euro. Okay, warte mal. Aber ist es so eine Bet oder wie? Ja, ja. Ich weiß auch nicht genau, wie es funktioniert. Aber ich glaube, Minimumgebot ist 10.000 Euro. Ja. Hört sich fair an, oder? Für ein paar Karten. Ja, mega fair. Nee, es ist noch gar kein Zweck, Bro. Außer eins und es wird sein eigenes sein. Bro, weiß ich nicht, Digga. Ja, wenn du es nicht fühlst, dann ist es egal. Ich meine, für 10k... Ich meine, du musst überlegen, ist ein Stream. Ja, ich meine, es ist noch nicht on. Es ist erst morgen online. Ach so. Ich lasse es mir durch den Kopf gehen. Ja, okay. Cool. Hi, Bro. Kuss. Das Ding ist halt, ich habe das Gefühl, ich habe alles gesehen und ich könnte jetzt nicht nochmal mehr Spaß haben, nur weil es teurer ist. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie so, dass es teuer ist, war beim ersten Mal irgendwie satisfying oder whatever, aufregend, aber ist es irgendwie nicht mehr. Nicht, weil das nicht viel Geld ist, aber einfach, weil es mich nicht juckt, ob es jetzt teuer ist oder nicht, sondern es ging halt darum, dass es diese Base-Set-Pokémon-Karten waren. Versteht ihr, was ich sage? Aber ich denke drüber nach. Alright, Habibi, ich bin wieder da. Sorry, Bro. Hi. Ich glaube, hier oben wird es sein. Wo bist du? Bist du beim Baum? Guck mal nach oben. Oh, huge. Ja, weiter. Schau mal, da vor dir ist eins. Ist das da wie so eine Tomate? Sieht das aus von hier unten? Ja, das wird, wenn, wird das ganz oben sein. Okay, Bruder. Du kannst gerne mit das Job machen. Ey, ist es da? Ich glaube, ich sehe es. Nee. Mach du mal alleine. Ja, dann kommen mir wenigstens vielleicht die Wege. Ja, es werden alle deutsche Streamer sich was koppen, Bro. Also Max auf jeden Fall. Du besser gucken als ich. Bro, Real Talk Chat. Ich hab vorhin schon... Okay, danke dir, Bro. Sorry, Tomal, ich laber grad mit Chat wegen dem Pokémon-Ding. Also, ich kann doch mit dir zusammen labern. Also pass auf, ich erkläre dir ganz kurz, okay? Mhm. Logan macht so ein Riesen-Pack auf. Also dieses Space Set, aber First Edition und auf Englisch. Gibt es noch was Krasseres als nee, das ist das Heftigste. Und man kann quasi sich Packs ersteigern. Also ich könnte jetzt zum Beispiel 10.000 Euro oder Dollar auf ein Pack setzen. Und wenn jetzt jemand 12.000 bietet, muss ich wieder mehr bieten, bla bla. Das heißt, ich lasse mindestens 20k da oder so, würde ich jetzt sagen. Und ich habe gerade schon zum Check gesagt, irgendwie, also erstmal habe ich dir auch schon privat gesagt, ist so das Pokémon-Ding langsam echt so, Digga, ich habe alles gesehen. Also ich feiere, obvious, das ist nichts, was jetzt gekillt ist dadurch. Ich feiere Pokémon-Karten immer noch. Aber jetzt für den Stream ist es so, Digga, das ist so, als hätte ich irgendwie so, weiß ich nicht, irgendein Game, was so Content ist für so 2 Tage, so 4 Wochen gespielt. Komplett durch. Ja, überall so als würde ich jetzt immer noch Among Us 8 Stunden spielen. Oh, wait. Oh, mein Gott. Ja. Nee, aber so, ne? Ich verstehe es voll. Ich kann mir auch nicht jeden Tag das gleiche Game geben. Nein, ich weiß, was du willst. Als würdest du jetzt bei Minecraft immer dieselbe Challenge spielen, immer und immer wieder so. Einfach nur Minecraft durchspielen, normal. Und, ja, und Chad will, dass ich mir halt eins koppe, aber ich habe vorhin schon im Stream gesagt, so, ich glaube, dass das, was heute war, das letzte oder vorletzte ist. Also ich würde halt mit Max noch vielleicht eine große Box aufmachen, aber auch nicht für 40k, sondern irgendwie so für 12 oder so. Aber du willst und dir ein Base-Booster, willst du dir für 20k, das ist doch, also, Bro, ist doch ist mega dann, oder? Überdumm einfach. Es gibt mir auch nicht das, also, guck mal, weißt du, wo das ganz am Anfang war, da war das so, es war einfach irgendwie eine lustige, dumme Idee, die wir als erstes in Deutschland gemacht haben, die irgendwie eine coole Vlog-Idee war. Und vor allen Dingen war dieses Pokémon-Ding ja noch so null irgendwie so richtig mega groß. Mhm. Und ja, auf jeden. Und da war so das erste Mal, dass man so diese Base-Set-Karten gesehen hat. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber inzwischen sind die schon voll oft, Digga. Man hat es irgendwie 10.000 Mal in so einem Evolutions-Ding bei Trimix gesehen. Ich selber habe so ein Ding aufgemacht. Wir haben das Base-Set irgendwie heute einmal auch gesehen, komplett den ganzen Tag. Und ob es jetzt am Ende des Tages ein Pack irgendwie 1.000 Euro kostet oder irgendwie 20.000, ist es einfach nur mehr Geldverschwendung, aber nicht für mehr Gefühl. Weißt du, was ich meine? Es ist super wasted einfach. Meinst du, wenn du jetzt zum Beispiel bei Logan Paul jetzt mal
nochmal einen dicken fünfstelligen Betrag ausgeben würdest für einen Booster. Ja. Und dann hast du halt jetzt dann eine Enttäuschung, nachdem du halt das Beste gezogen hast. Meinst ja, ich habe das Gefühl, dass erstmal, dass ich es nicht mehr so enjoyen könnte. Und zweitens, was soll ich denn jetzt noch krasseres ziehen, Digga? So, ja. Weiß ich nicht, das wäre jetzt nur so auf Krampf, um irgendwie so einen Stream zu haben mit Views. Also, das wäre der einzige Grund, warum ich es machen würde, Real Rap. Aber so vom Set ist, also so. Keine Ahnung, das fühle ich jetzt nicht. Digi, bist du immer noch da oben dran an dem Baum? Ey, weil ich weiß nicht. Reto, ja, ich komme hier gerade. Soll ich woanders? Du halt meinetwegen noch woanders, aber also mir kommt so vor, als ob ich hier nicht weiß. Also im Chat irgendwie, das nicht. Ich habe schon beide Seiten versucht und es geht okay, hier okay, nicht. Okay, okay, sorry, ich stehe die ganze Zeit rum und guck dich an. Ich laufe mal rum und guck, ob ich noch was finde, ja? Ja. Okay, chill. Also, falls ihr gerade eingeschaltet habt, wir machen gerade so ein Escape Room und wir suchen ein letztes rotes Geschenk. Das ist so ein kleines Geschenk. Was ist der Block, der Original? Ich glaube, so ein Minecraft-Kopf oder so. Ja, das ist einfach ein Kopf. Hier! Hier! Bei mir, komm zu mir! Wo bist du? An einem Baum! Siehst du das Geschenk? Nee, aber ich höre das Blubbern. Also soll ich hier runterspielen? Ja, hundertprozentig nicht. Zwingen, aber wer schon an okay, auf welchen Baum? Pokémon-Hype. Ja, es wäre vermutlich ein nicer Schluss für den Pokémon-Hype, Digga. Aber ich finde... Bro, ich bin einfach nicht jemand, der gerne Sachen ausreizt, bis sie tot sind. Das ist einfach... Ich feiere das nicht. So, zum Beispiel Mario Kart macht mir mega viel Spaß. Könnte ich Real Talk jeden Tag 4 Stunden spielen gerade. Aber mache ich nicht. Weil ich einfach will, dass es halt Long-Term Spaß ist. Was Besonderes bleibt. Ja, genau. Ich will so... So, weiß ich nicht. So, ich will es lieber über längere Zeit und immer so mir so ein Stückchen gönnen, weißt du? Das ist halt wie eine Serie, die du halt eben dir einteilst und halt echt nicht direkt totgrindest, sondern halt einfach folgenweise... Pro Woche, pro Tag irgendwie so ein bisschen guckst, weißt du? Brosi, komm mal zu mir, Digi. Ja, ich bin runtergesprungen. Meinst du es unten vielleicht? Wo bist du? Ich hab's! Ich hab's! Oh mein Gott, ich hab's, Bruder! Let's go! Huge, Dicker! Oh mein Gott, sick, 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 sick! Retail, du hast das Beste von Pokémon Hype mitgenommen. Wenn man nicht aufhören kann, ist es eine ernsthafte Sucht. Na, das Ding ist, das ist nicht Sucht bei vielen, aber so... Ist auch egal, was andere Leute machen, das ist mir wirklich brain. Es ist einfach nur, ich würde es jetzt wirklich nur machen, das ist honest opinion. Ich würde es jetzt nicht unbedingt machen wegen den Pokémon-Karten, sondern einfach nur, weil ich wüsste, dass es ein Stream ist mit mega viel Views. Nicht jeder kann behaupten, dass er schon mit dem Weihnachtsmann gesprochen hat. Digga. Und da sehe ich so, jetzt nicht. Bitte kurz einmal stehen bleiben. Panko, Digga. Panko, da ist er wieder, Voice Actor 9000. Oh. Verlasse den Friedhof. Ruhe. Ich kann keine stabile Verbindung herstellen. Irgendwelche Signale blockieren unsere Leitung. Junge, Dicker. Junge, guck dir mal den Regen an. Guck mal, wie krass nass ich werde. Boah, Alter. Junge, was geht mit dem Regen ab? Ja, schaff schnell mal irgendwo ins Trockene, Digga. Ja, schnell ins... Oh. Wahrscheinlich sagt man so, aha, oh, mir ist... Oh, hier ist was, Digga, schau mal. Ja. Ja. Verlasse den Friedhof. Ey, hier sind drei Tote. Ich glaube, die haben nicht gesubbt bei uns beiden mit Twitch Prime. Oh Mann, das kann gut sein. Denn holy die shit. Lebensdauer eines Subs verlängert sich. Oh. Ja, scheiß. Scheiß drauf. Ach, ganz ehrlich, Digga. Scheiß drauf. Schau mal, ich glaube, wir müssen hier den Jump-Run-King. Jumrun. Jumrun, ja, ich hab das Glurak schon. Ey, Bro, hier ist so ein Ding. Oh mein Gott, Basti! Ich hab das hier reingeschoben! Es wird Zeit! Öffne uns den Weg, Jung und Young! Du bist dran! Yeah. Danke, yo! Ich bin Young und du bist... Was war das denn gerade? Naja, diesmal muss es klappen. Achtung! Hey, wie schnell wir das gerade durchgespielt haben, ne? Achtung! Vor allem, wir hatten so lange das Yin und Yang dafür, für diesen einen Moment. Fast First Drive. Aber jetzt beeilt euch. Oh, wir sind wieder im Haus! Ich kriege das hier schon alleine gekriegt. Veto hab ich... Veto holt uns jetzt ab! Was? Veto! Ja, da müssen wir in diese Richtung. Ist es das Ende? Ich glaube, vielleicht haben wir es geschafft jetzt. Ja, weil das Yin und Yang, das war das Letzte, was wir gebraucht haben. Kann sein! Wir sind raus, wir sind frei und haben ein gratis Headset bekommen! Let's go! We did it! Wir haben es geschafft! Du bist kurz im neuen Logan. Nice! Ultra nice! Wow, das war eine geile Map, Digga. Holy shit! Insane! Wir haben einfach 3 Tage gebraucht. Ja, 3 Streams, ja. Junge Banko.
Junge, wie geil das war. Pango hat sich das Leben genommen, holy shit. Aber guck mal, allein diese Sequenz, wie gut ist das? Halt so einfach mit diesen Kamerafahrten. Ja. Haben wir 4 Stunden gebraucht? Nein. Ich glaube, das ist verbuggt. Ich glaube, Retop, wir haben länger gebraucht, ne? Funny Banco Clip. Oder ist das? Oh, hier ist, unter dem Trailer ist ein Download-Link. Oh, hier könnt ihr die Map downloaden, Chat. Funny Banco Clip. Wollen wir den kurz gucken? Ich kann den nicht anklicken. Kannst du es machen? Ich schicke ihn, ja. Oh, es geht. Bankos Pläne mit Basti. Monka W. Warte. Heißt es. Boah, das war richtig sick. Ja, bin drauf. Good shit. Jo, 3, 2, 1 und go. Oh, es geht Miraculix. Wärst du eigentlich theoretisch dabei, für eine Escape Room Voice Lines einzusprechen? Zu sprechen? Yeah. Bastian, du wirst hier unten vergammeln. Bro. Mit Kevin. Yeah. Bro, wie kann er da besser voice acten, als er es im Actually. Wir sind in Rüsseland. Im tiefsten Rüsseland. Weil er, glaube ich, bei dem Clip nicht gedacht hat, dass ich werde dich werden. Mit Wolke sowas von voll laufen lassen. Yeah. Bro, er hat hier besser gevoice acted als dann im Actually Escape Room. Ich sag's aber ganz ehrlich. Guck mal, jemand in seinem Chat hat sogar geschrieben, dass die Synchronsprecher sind. Und wir haben Banco bekommen. Naja. Ey, aber ultra große Props und großes Dankeschön an Miraculix und alle anderen Beteiligten. Ultra coole Map. Hat ultra sick. Alter, dickes Papa im Chat auf jeden Fall. Zum Kaufen zu ich bin ein bisschen traurig, dass es zu Ende ist, ne? Aber es hat auch voll den guten Story. Also, es hatte voll die gute Storyline, fand ich. Ja, fand ich auch sehr geil. Ah, Broski, wollen wir kurz zusammen das Logan Paul Video gucken oder wäre es so, dass du sagst, nee, ja, nicht so Bock? I don't know, ich will dir dann nicht deinen Content kaputt machen. Nee, wir könnten es halt einfach zusammen gucken halt. Können wir gerne machen. Okay, gut. Dann mache ich so ein, wie heißt es denn? So ein Watch Together? Genau. Es müsste irgendwie was Geiles als Watch Together geben. Was ist mit Veni und den anderen? Ja, die holen wir danach raus. Ach so, scheiß doch auf die. Drauf geschissen. So, hier ist der Link, Bastian. Moment. Basti! So geil, wie dieser Insider sich immer noch hält.